Das wird seinen Grund haben, ich sage den Grund ganz banal, ja, das System, das seit Bretton Woods, seit IWF, seit eben der Nachkriegsregelung, es sei freier Welthandel, einschließlich der Meistbegünstigungsklauseln und so Sachen, das System, das da errichtet worden ist, hat seine Wirkung getan. Es gibt nicht nur eine Konkurrenz, und das hat es vielleicht auch vorher nicht so reingegeben, aber es gibt schon längst nicht mehr sowas wie eine nationale Reichtumsquelle, dadurch, dass Kapital und Arbeit zusammenwirken, mit ein bisschen unterschiedlichen Vorzeichen, mit ein bisschen sehr gegensätzlichen Ergebnissen und Mitteln, ja, sondern es ist, als ob im Weltmarkt, im auswärtigen Reichtum, eine zweite Quelle deutschen Reichtums vorläge. Insofern ist das Gerede, die Bewältigung der Schwierigkeiten der deutschen Nation heute ist eine Frage, wie wir die Herausforderung der Globalisierung bestehen. Nichts weiter als der Wille einer Nation zur internationalen Konkurrenz. Natürlich wird die erstmal von den Geschäftsleuten bestritten, um ihre Gewinne, um ihre Geschäftserfolge, Export, Import, Kapitalanlage, daheim, auswärts und überall, freier Zugang zu allen Märkten, und Märkte sind immer eine Konkurrenzveranstaltung. Auf welche gewinnbringenden Güter habe ich Zugriff? Es sind Waren und nicht einfach Gebrauchswerte, Bananen. Es geht ums Geld. Und es geht zweitens nicht um das Geld der privaten Wirtschaftsbetreiber, der Kapitalisten oder der Unternehmer, wie man sich auch schimpfen mag, allein, sondern es geht zusammenfassend um einen kollektiven Reichtum, den der Nation. Und der ist präsentiert in der Gültigkeit und in dem Quantum deutschen Geldes, das international Anwendung findet. Das nützlich ist als Besitz von Privatleuten genauso wie von institutionellen Anlegern, wie von der Staatskasse höchstpersönlich. Der Staatsschatz, sowas gibt es wirklich, das sind die Devisenreserven, die sichern den ganzen auswärtigen Handel ab, die repräsentieren die Zahlungsfähigkeit und die Kreditwürdigkeit der Nation, und in ihnen liegt auch das Ziel der internationalen, also nicht der von Privatgeschäftsleuten, der internationalen Konkurrenz. Das ist alles, was in Deutschland heute nicht oder nicht genügend läuft, eine Frage des Bestehens dieser Herausforderung ist. Das soll mit Punkt 2 fortgesetzt werden. Ich sage, wer bei allem, was hier nicht so richtig läuft, gleich drauf verfällt, und das ist eine Frage, wie wir uns auf dem Weltmarkt bewähren, der weiß, was er sagt, der bekennt sich dazu, dass die Internationalisierung aller Geschäfte sein eigenes Werk war, natürlich auch das des amerikanischen Staates, der als erster hat nach einer Nachweltkriegsordnung festgeschrieben, da war festgestanden, so soll es gehen, Öffnung. Diese Öffnungsimperativ, der begegnet uns heute noch überall, wo Reste von Nichtöffnung existieren. Wo zum Beispiel in manchen Staaten, sagen wir mal die Post oder dieses ewige Handywesen, was einem so nervt, und das alles noch nicht Gegenstand eines internationalen Vergleichs zwischen Geschäftsleuten ist, der entscheidet darüber, wer kann es am besten und billigsten, also am rentabelsten machen, das Geschäft. Wo also noch immer der Vorwurf, der an Stamokap-Theorien gemahnt, der Vorwurf im Raum steht, sagen wir mal zwischen der amerikanischen Regierung und der japanischen in Sachen Motorola oder wie die heißen, zwischen denen über Hähnchenkriege und ach, was da alles gegeben hat. Immerzu, lasst im Falle eines Geschäfts, wie das Hightech heißt oder neue Technologien oder Telekommunikation heute, das sind halt die Schlagwörter jetzt, lasst da das enge Verbinden, das direkte Zuständigsein der Nation mit ihren Kreditmöglichkeiten, mit ihren Betreuungsmöglichkeiten eines Gewerbes. Lasst das und zieht euch zurück als Nation und überlasst es der internationalen Konkurrenz. Dann haben andere Nationen durch ihre Geschäftsleute die Möglichkeit der Beteiligung, des Einstiegs in den ehrlichen
kapitalistischen Vergleich der Rentabilität. Dieses Bekenntnis zur Internationalisierung ist die zweite Bedeutung von dem Bekenntnis, wir sind als Nation, als Standort heißt es dann später gleich, verpflichtet, gehalten, gewillt. Diese Internationalisierung weiterzutreiben. Wir haben Gefallen daran gefunden. Es gibt auch klare Stellungnahmen und Bilanzen vor allen Dingen, nicht bloß ideologische Karlauer. Bilanzen, die bezeugen, diese Nation und ihre Geschäftswelt, ihre im Sinn von lokal, die Geschäftswelt, die von diesem Boden, von diesem Territorium aus exportiert, importiert und sich vergleicht mit auswärtigen Geschäftsleuten. Zweitens nicht lokal, sondern die Geschäftswelt, die sich des deutschen Geldes, des Nationalkredits, der als Geld umläuft, der als Aktie umläuft, der einfachen Geldfunktion des Zahlungsmittels bis zum Spekulationsobjekt in aller Welt präsent ist, benutzt werden kann, rentabel benutzt werden kann, der ein gutes Mittel der Wertaufbewahrung, der Sicherung des kapitalistischen Besitzes, Geld haben, besitzen, es vermehren ist. In beider Bedeutung des Wortes die Nation und ihre Geschäftsleute ist Deutschland zufrieden damit, dass es sich auf die Internationalisierung nicht nur eingelassen hat, sondern auf sie aktiv eingestiegen ist und gewaltige Erfolge in Sachen Aufstieg zu einer der großen Weltwährungen und sowas gemacht hat. Also dieses Bekenntnis klar. Ein Wermutstropfen allerdings, der ist offenkundig. Wer so wirtschaftet, wer also, ich drück's mal, wie es in der VWL kommt oder wie es bei Marx kommt, durcheinander aus. Wer also sagt, na gut, ich setze ein Kreditgeld in die Welt, das ich dem Test seiner Brauchbarkeit über Export und Import von wirklichen Waren, von wirklichem Kapital aussetzt. Wer sagt, ja, ich druck ein Kreditgeld, ich vermehre das durch Staatsverschuldung, wo immer es mir auf sie ankommt, so eine Nation hat dann auch ihr Kreditgeld zum Objekt der internationalen Spekulation gemacht. Das ist ein zweites Paar Stiefel, aber eins, das mit dem ersten zusammenhängt. Der hat nämlich auch den Test jener ominösen Märkte, dieser Finanzgaukler in der Welt, die ermächtigt sind, ihr Gewerbe zu treiben. Der hat diese Leute ermächtigt, seinem Kreditgeld, seinem nationalen Reichtum denominiert in D-Mark, nicht in Goldstückchen, die Berechtigung zu verschaffen, die Bestätigung zu verschaffen, ja, das ist gutes Geld, oder zu entziehen. Ja, Internationalisierung des Handels, des Außenhandels mit wirklichen Waren, die auch Geld ausdrücken, mit wirklichen Eigentümern, schließt ein, dass das Geldkapital, das das Instrument für die Mobilität von auswärts kaufen, auswärts Kredite haben, sich verschaffen, auswärts einsteigen, investieren, alles umgedreht, dass auswärtige Geldbesitzer bei uns investieren, bei uns produzieren lassen, bei uns und auf uns auch spekulieren, der hat sich diesem Zeug verschrieben. Daher immer wieder, wie bei dem einen Fall Nick Leeson, jetzt im Falle Thailands, auch bei den Auf- und Abs zwischen Dollar und D-Mark und so fort, immer die Aufregung darüber, dass die bloße Spekulation, also das spezielle Gewerbe im Umgang mit dem Produkt, nennen sie sogar, Produkt heißt es heute, Finanzen, Anlagen, Devisen, einfach die Verwandlung der Nationaluniform eines Geldes in die andere, sagen die, das ist ein Produkt und ein Handelsartikel dazu, wo man gewinnen oder verlieren kann. Wo also die Berechtigung aus Geld mehr Geld zu machen, sich emanzipiert hat von jedem Fleiß irgendeines ausgebeuteten Arbeiters, das selbstständig schon bezogen, spekulierend auf die Entwicklung der wirklichen Wirtschaft, aber selbstständig ihre Gewinne macht und die Kreditsummen, die da als Geld gehandelt werden, als wirklicher Besitz, von einem Tag zum nächsten immerzu in die Höhe treibt. Dann hat sich diese Nation, die sich dem Welthandel verschrieben hat, auch mit ihm gut gefahren ist, ein Risiko eingehandelt. Und das Risiko ist das heute viel besprochene einmal als Volatilität der Märkte,
Einmal als Unberechenbarkeit einfach dessen, was in dieser Sphäre so alles passieren kann, und einer nationalen Gesamtrechnung. Auch den Absatzchancen eines Autokonzerns, auch den Importpreisen des Erdöls und so weiter, eine ganze Volkswirtschaft in Mitleidenschaft ziehen kann. Darüber ist viel die Rede, aber wer sagt, Globalisierung ist unsere Sache, die Antwort auf die muss gefunden werden, bekennt sich zugleich dazu, es soll so weitergehen. Ich erinnere Leute, die es wissen wollen, dass Staaten auch andere Wege kennen. Man kann solche einmal eingegangene Versuche, es fängt bei der Konvertibilität, bei der schlichten dauerhaften Austauschbarkeit für jede Bank in 40 Ländern, etablierte Vergleichbarkeit zwischen Währungen, als Nation auch Schluss machen. Man kann auch sagen, nein, das schadet der Nation. Man kann Protektionismus anwenden. Man kann sagen, ich schütze Gewerbe, die auf meinem Boden tätig sind. Man kann sagen, ich verlange selbst die Anerkennung anderer Nationen dafür, dass ich meinen, ach Gott, Stahlmarkt, meinen Automarkt und so weiter gerade nicht öffne, die Nation bedarf dessen. Das soll es alles schon gegeben haben. Das sind andere Formen des Konkurrierens zwischen Nationen. Übrigens wollen Wirtschaftswissenschaftler immer wissen, dass das der letzte Grund der großen Krise 29-30 gewesen sein soll. Also es ist nicht selbstverständlich, dass sich eine Nation unseres Typs, die Reichtum aus aller Welt an Land ziehen will, das auf diese Weise tut, wie sie es heute tut. Ja, die Freiheit des Handels vom kleinsten Scherzartikel, der eine Ware ist, über die Autoindustrie bis hinauf zu den Artikeln des Geldkapitals. Schulden in verschiedener Denomination und Form, von der Aktie bis zur Staatsanleihe und alles. Die Freigabe dessen, die Öffnung des internationalen Vergleichs ist hier beschlossene Sache und heute. Mit und in diesem geöffneten Vergleich soll Deutschland die Anforderungen der jetzigen Krise, des mangelnden Wachstums und so weiter bestehen. Nicht durch Unterbrechungen der unziemlichen Art, wie sie historisch einmal zu ganz traurigen Ergebnissen geführt haben. Zugleich möchte ich eine Erinnerung machen an, wie es nicht nur unter Faschisten, sondern auch in anderen Nationen und schon gleich auch bei demokratischen deutschen Politikern immer auch sehr naheliegend ist, das Geldkapital als Risiko für die ganze Volkswirtschaft einer Nation zu betrachten und entsprechend zu handeln. Ich möchte auch als Fußnote einfügen, das Unterscheiden von Geldkapital und ehrlichen Schaffenden, als ob sie nicht zusammengehören würden, als ob es nicht auch dem sogenannten produktiven Kapital nichts als um Gelderträge gäbe, doch nicht um schöne Dinge. Die schönen Dinge sind doch bestenfalls der Hebel für die Geldbilanzen. Also alles das wird vergessen, dass dieser Gegensatz eine uralte Tradition hat und im Dritten Reich halt extrem aufgeblüht ist. Und ich möchte auch nicht verschweigen, dass es in der Linken, in dem, was wir immer revisionistische Theorie, DDR und so weiter, Stamok hab, eine Bombenbestätigung dieser Auffassung ganz normal gegeben hat. Die haben immer den Unterschied zwischen ehrlichen Kapitalisten gewusst. So ungefähr, das wäre irgendwie ein Dienst an der Menschheit, wenn solche Leute früh um sechs die Leute in die Fabrik bitten. Da haben sie den Mehrwert ganz vergessen, weil sie den Unterschied haben wollen zu denen, die bloß Couponschneider sind. Ein berühmtes Stichwort von Lenin und so fort. Nicht, dass sie keine Couponschneider wären, habe ich damit gesagt, sondern diese Unterscheidung, eine politökonomische Differenz zu einem moralischen Unterschied und vielleicht noch zu einer politischen Handreichung für die Art der Auseinandersetzung des Klassenkampfes zu machen, halte ich für einigermaßen trostlos. Das ist ein Zeugnis dafür, dass wenn Leute gegen etwas sind und wissen nicht, was sie da vor sich haben, also ohne Wissen, sehr große Dummheiten machen, statt eine richtige Auseinandersetzung anzetteln. Das Dritte. Wie viel habe ich denn schon verbraucht? Ach Gott, ist das ein Quatsch. Also, lest dann, wenn es dann hast, Fluss, dann halt den Zettel noch wenigstens in seinen, weil es ein Grundzug ist, durchstudieren.
Man hat aber auch schon den Beweis dafür, für den Punkt 2, die Internationalisierung soll nicht widerrufen werden, so wie ich sie jetzt gekennzeichnet habe. Sie soll bestanden werden. Also, keine Kündigung in Sachen Konvertibilität, da schon gleich nicht. Umgekehrt, in Stichwörtern, die meistens im Zusammenhang mit dem Euro, den lasse ich im Moment noch raus, vorkommen. In Stichwörtern wie sichert man die Stabilität einer Währung? Wie sichern wir Vertrauen in deutsche Geschäfte, in deutsche Investitionen, aber überhaupt auch in das deutsche Geld als Anlageobjekt? Wird deutlich, das Finanzkapital so ernst meinen die bisweiligen Kritiker, manchmal schimpft doch auch der Kanzler auf Leute, die so viel Geld herumschubsen, statt Beschäftigung zu machen. Es kommt alles vor, aber so ernst wird es nicht genommen. Umgekehrt, es gibt sowas wie einen Vorrang, zeitweilig der Finanzpolitik, das ganze Euro-Projekt zeugt davon. Einen Vorrang der Finanzpolitik, lauter Techniken erfinden, vermeintlich wirksame und wirksame, unterscheiden die dabei gar nicht, um dem deutschen Geld, da meine ich richtig, allem, was als deutsch denominierter Schuldschein Geldgleichheit beansprucht auf der Welt, sei es als purer Besitz auf einem Konto gut geschrieben, sei es als Aktien, auf die man spekuliert, sei es als schierer übergangszeitlicher Besitz, Verfügung über deutsche Devisen, die dann steigen und dann verkauft man sie wieder und dann haben wir 1,5 Promille gut gemacht. Das sind aber bei 30 Milliarden einiges. All das Zeug wird nicht abgeblasen, sondern es wird sich darauf bezogen. Der Staat verhält sich nicht bloß, wie es in kritischen Launen manchmal anklingt, als Objekt dieser Spekulation. Da verdammt er sich ein bisschen. Sondern er will selbst Subjekt des Spekulierens auf diese berühmten Märkte sein. Er will laufend Signale setzen, so heißt es das dann im Wirtschaftsteil der Blätter. Er will Signale setzen, damit die losgehen und kaufen sich D-Mark. Wenden sie an, gründen ihre Geschäfte mindestens zum Teil auf D-Mark-Besitz und er freut sich riesig, dass ganze andere Nationen, auch der besseren Sorte, weil sie auch Devisenreserven zum Abgleich ihrer Bilanzen benötigen oder zur Sicherung ihrer internationalen Kreditnahme, dass die D-Mark gern zu einem gewissen Prozentsatz, vielleicht nicht so viel wie den Dollar, aber zu einem gewissen Prozentsatz schon für die sicherste Bank heißen, im weltweiten Umgang mit Geld. Sie wollen die Bestätigung der Märkte erobern. Das ist die Antwort auf die jetzigen Gefahren, die im international aufgeblasenen Spekulationswesen durchaus liegen. Nicht, sie tun so, als wären sie nicht da, sondern sie wollen sich die Vorzugsbehandlung, wieder ein neuer Konkurrenzgesichtspunkt, ihres Geldwesens, ihrer Emissionen, ihrer Kredite vor der Behandlung anderer sichern. Immer ist Ausschluss. Weltmarkt ist Konkurrenz zwischen Nationen, immer Ausschluss. Weder addiert sich der Geldreichtum Japans, Amerikas, Europas oder Deutschlands zueinander als ein riesiger Reichtum, mit dem man sämtliche Nähe der Welt durchführen könnte. Immerzu schließen sie sich aus. Niemals addiert sich der Fleiß eines japanischen Automobilbauers, eines amerikanischen, eines VW-Automobilbauers. Zusammen als, ist doch eine Riesenproduktivkraft, alles auf einen Haufen und jetzt geht's an die Verteilung, wir leben in Saus und Braus. Immer schließen sich Nationen, sei es auf der Geldebene, sei es auf der schlichten Ebene des Handelsartikels oder des Verfügens über Geld für künftige Anlagen, einander aus. Damit das auch mal klar ist, die banale Wahrheit über Konkurrenz. Da geht es im internationalen Maßstab um dasselbe wie in unseren Nationen, nämlich um das Eigentum. Und das, was mir gehört, steht deiner Benutzung nicht offen. Gehören ist die Voraussetzung und der Gegensatz zum Nutzen schlechthin. Das ist übrigens die Werttheorie, einmal anders ausgedrückt. Dabei stört die, das ist der Punkt C in 3, durchaus nicht die Kenntnis, dass wenn man das weitermacht, dieses Geschäft, wenn also kaum emittiert Europa was, in Europa eine Nation was, und die brauchen das laufend. Die Marktwirtschaft ist interessant, die ist nicht so, wie der Graf Lambsdorff erzählt.
Der meint immer, Markt, da ist doch der Staat ein einziger Widersinn dagegen. Die Marktwirtschaft braucht tagtäglich so viel Staat. Und das sind nicht Eingriffe oder Korrekturen oder sonst was. So viel staatliche Betreuung, und zwar über das Geld, das der Staat teils als Kredit vorschießt, teils anwendet für bevorzugte Konkurrenzprojekte, also sagen wir mal Transrapid oder sowas. Teils einfach ausgibt für eine nationale Sicherheit, die ja auch ein einziges Zeugnis davon ist, dass man im Gegensatz zu den anderen steht. Den zwar momentan nicht austrägt, aber dennoch gute Gründe weiß, im Ernstfall ist immer die Gewalt gefragt für die Austragung der Gegensätze, die die Konkurrenz in sich trägt. Die Marktwirtschaft braucht laufend so viel Staat, dass der Staat nie mit seinen Steuereinnahmen auskommt. Immerzu ist Kredit gefragt, anstelle von Geld, und hinterher will der Staat, dass dieser Kredit Geld gleich genommen wird. Wie Geld behandelt wird, wie stoffliche Materiatur, das, was sich jeder wünscht, sichert, das nimmt man niemand weg. Sie wissen, heißt das Argument in 3c, dass das Weitermachen einer Steigerung des umlaufenden Kredits in aller Welt ist. Und Sie wissen auch, das habe ich mit Punkt 2 gemeint, Bekenntnis zur Internationalisierung, auch in dieser Form. Sie wissen auch, dass sie sich wechselseitig diese Steigerung gewähren. Die Nationen sind hier die Subjekte. Nicht irgendeiner erlaubt sich einfach, Gelder aufzulegen. Da gibt es vom ersten Tag der Konvertibilität des freien Austausches von Währungen durch die Öffnung der Börsen für Ausländer, die ja sehr weit gediehen ist, da hat es früher mal nationale Beschränkungen gegeben. Wer darf bei uns einsteigen, aussteigen und eventuell die nationale Wirtschaft ruinieren? Auch da gibt es eine Öffnungsklausel nach der anderen. Das heißt, dass sie erzwungen, erpresst wird oder freiwillig aus eigenem Interesse vorgenommen wird. Sie wissen, dass sie da eine riesige Aufblähung des Kreditwesens vollziehen, aber sie stehen auf dem Standpunkt, weil wir es uns wechselseitig gewähren, weil wir die Anerkennung wechselseitig nicht kündigen, ist das weiterhin unser Mittel. Das führt dazu, dass sie aufgrund dieses Dauerrisikos in lauter internationalen Vereinbarungen eigentlich mit Geldkrisen, die drohen, die morgen schon eintreten könnten, die sich manchmal auch anbahnen, wenn hier mal ein Crash ist, da mal ein verrückter Spekulant in Thailand durchdreht, oder wo war denn der Nick Leeson, Singapur war das, glaube ich, wo dann plötzlich tatsächlich richtig Lücken im englischen Kreditsystem aufgetreten sind. Also das Kreditsystem, meine ich da, die Institutionen wie Banken, die ein Verhältnis zur Staatsbank, zur Nationalbank haben, wo also da wirklich Lücken dann bereinigt werden mussten, und dafür hat man wieder das Vertrauen der internationalen Geschäftswelt wie der auswärtigen Nationen benötigt. Sie sind also quasi schon dauerhaft mit einer Krisenvermeidung befasst, wenn sie so Sachen wie, es hat übrigens früher mal ehrlicher geheißen, nicht Globalisierung, hier möchte ich die Bedeutung von Globalisierung heute mal feststellen, es hat mal ein Jahrzehnt gegeben, wo dasselbe Zeug, der Sache nach dasselbe, Weltschuldenkrise geheißen hat, die laufend betreut werden musste, damit nicht das ganze Kreditsystem überhaupt für nichtig erklärt würde und schwuppsdiwupps alles kracht. Sie haben auch einen guten Grund dafür, weil auch das sogenannte solide Wirtschaften, also die braven, die schaffenden Kapitalisten in aller Welt, weil die längst abhängig davon sind, was an Kredit ihnen, sei es per Kundschaft als Zahlung zufließt, sei es als Vorschuss gewährt wird für die Vergrößerung ihrer Betriebe, für die Erhaltung einer Betriebsgröße, die international auch alles besteht, daher das Stichwort Konkurrenzfähigkeit herstellen, da muss man sehr viel investieren, obwohl es auch die andere Schiene gibt. Man investiert nicht mehr, wenn man das Interesse erlahmen sieht in einem Betrieb, der sich als nicht rentabel erwiesen hat. Also es gibt beides nebeneinander. Nicht rentable Betriebsteile abstoßen, andere aber mit Kredit wieder aufbauen. Das ist gang und gäbe und ist übrigens im Verhältnis zu dem, was ich von Marx gelernt habe, überhaupt nichts Neues. Ein paar moderne Fassungen davon gibt es neu.
Techniken in dem Sinn, ja, was weiß ich, wie heißen denn die Papiere immer, die Optionen und so, ja. Das hat der Markt, die Derivate und Optionen, ja, den Mist, hat vielleicht der Markt noch nicht erlebt, obwohl es ein paar deutliche Stellen kriegt, wo er den Witz des Versicherungswesens beim Kredit spekulieren, das Verhältnis von Spekulanten zu spekulieren auf die Spekulation, lupenrein dargelegt hat, halt in vier Sätzen, so wie ich es meistens mache. Gut. Der Schluss, den ich jetzt nur noch sage, dann lasse ich das ganze Europa-Zeug und die Korrekturen an der Geschäftsordnung raus, ist hoffentlich hier bei den Besuchern solcher Veranstaltungen bekannt, dann geht es auch in einer Minute. Es gibt einen eindeutigen Rückschluss, auch dem wohnen wir bei. Um die internationale Konkurrenz, an der man nichts ändern will, ist meine erste These, zu bestehen, gibt es einen Rückschluss auf die Mobilisierung des produktiven Kapitals im Lande. Die umgekehrte Fassung von eben, Sie wissen von der Abhängigkeit des produktiven Kapitals, des Schaffens von nationalem Reichtum in noch fassbaren Geldsinn. Von der Abhängigkeit vom Funktionieren des Kreditwesens. Sie wollen aber Ihren Kredit, Ihren nationalen, sich im internationalen Theater bewähren lassen und sagen, dafür muss ich dauerhaft einen Beweis für die Märkte, für sämtliche Banken der Welt, die sich überlegen, die Freiheit bekommen haben, mit D-Mark gegen D-Mark zu wirtschaften. Wenn Sie einen Beweis führen, und der heißt, selbst daheim einen effizienten Gebrauch des eigenen Geldes machen. Und das ist das Theater mit der Standortpolitik. Machen wir es kurz. Wir haben einen Wirtschaftskrieg zu bestehen und die Maßnahmen dafür sind eindeutig. Übrigens, die Glosse hier von mir ist so gemeint, da ist nichts modern dran. Das ist alles Zeug, was ich natürlich unter vernünftigeren Titeln längst in einem blauen Buch studiert habe, nämlich vor 30 Jahren. Kapitalgröße schmieden, damit man der amerikanischen Konkurrenz gewachsen ist. Damit man ein besseres Verhältnis von Vorschuss und Überschuss bekommt, dadurch, dass der Betrieb eine andere Fertigungstiefe hat und so. Alles beim Kapital, beim Marx über C gelernt. Heißt konstantes Kapital bei dem. Ist halt da Wertgrößen. Ist ja auch nicht dumm. Rationalisierung, jetzt heißt sie Lean Production. Weniger Leute als Senkung der Lohnstückkosten. Produktivere Arbeit, damit das Kapital sich besser rentiert. Na bitte, das ist doch nichts Neues. Das Neue, auch das Letzte, Lohnkosten im internationalen Vergleich, Kosten für Armut, also das berühmte soziale Theater jetzt. Ja, sind Maßnahmen, die gehören als Maßnahmen zum ehernen Bestandteil der Techniken der Ausbeutung, der Profitmaximierung, wie das alles mal unter vernünftigen Leuten geheißen haben mag. Die sind bekannt. Das Neue ist aber, hier macht sich der Staat nicht bloß zum Befürworter, zum Anwalt, sondern zum Antreiber. Er dekretiert quasi für das, was die Kapitalisten doch eigentlich aus freien Stücken, aus Geschäftsinteressen machen, dekretiert er all diese Dinge. Was ist da los? Erst einmal das wieder, jetzt komme ich zum Schluss, ein Zeugnis dafür, wie viel vom kapitalistischen Geschäft ohnehin überhaupt staatlichen Entscheidungen überantwortet ist. Es ist halt nicht so, dass ein Lohn in einer Nation wirklich bloß eine Übereinkunft zwischen Unternehmer und Arbeiter oder Unternehmerverband und Gewerkschaften ist. Es gibt eine ganze Palette von nationalen Bestandteilen des Lohnniveaus. Das sind jetzt die berühmten Lohnnebenkosten, da merken Sie es. Die müssen nämlich runter. Und dieses Lohnniveau, wie es jetzt in der Zeitung steht, das hat schlicht bei Marx moralischer und historischer Wert der Arbeitskraft in einem Lande geheißen. Und das ist, immer wenn es historisch wird und moralisch, es ist immer eine nationale Angelegenheit. Es ist nie eine individuelle, täuscht euch da nicht. Gut, das ist das Letzte. In der Konkurrenz um Geld auf dem Weltmarkt. Der letzte Schritt, bisweilen auch in der Darstellung, jetzt war es halt erstmal meine Darstellung, kann man es auch umdrehen und kann sagen, ja, was haben Sie denn eigentlich, müssen denn die Leute noch weniger Geld kriegen für noch mehr Leistung, warum denn eigentlich, warum werden überhaupt so viele Leute überflüssig gemacht? Ja, weil sie halt nicht rentabel sind. Dieses Rentabilitätsgebot von A bis Z
einer Nation per Staatsbeschluss, per Einflussnahme auch auf die Tarifpartner, wo es der Staat überhaupt überall kann. Das ist hier bei mir der Schluss daraus, dass man in einer internationalen wirtschaftskrieggleichen Konkurrenz zu bestehen hat. Und das ist das Rezept für die Zukunft. Auch hier wieder, es ist wirklich nicht abzusehen, wie diese Beschlüsse alle, wo es da die anderen genauso machen, die Konkurrenz sicher siegreich gestalten oder, was das Gleiche ist nach meiner Darstellung, den Kredit fester, sicherer machen, also eine Geldkrise vermeiden. Im Gegenteil, sie sind ein Beitrag zu weiteren neuen Treppchen auf dem Weg zur Frage, ja, ist das Zeug alles noch haltbar? Soweit mache ich jetzt erstmal Schluss. Okay, dann bin ich jetzt also dran. Ich meine, die Vorgabe war jetzt so, passt mir eigentlich ganz gut in den Kram, dass ich auch ein bisschen weiter ausholen kann. Zunächst mal bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr mich zum Ehrendoktor ernannt habt. Es hätte nicht sein müssen. Also ich habe keinen akademischen Titel und muss nicht unbedingt sein. Ja, ich habe jetzt... Ich habe sehr viel Gewinn draus bekommen. Ja, okay, ich habe nichts dagegen. Ich wollte nur sagen, dass ich... Das ist illegal, du kommst da überall rein, in jede Disco. Okay. Ach, da laufen die Weiber noch und alle kümmern sich um dich. Also, ich habe jetzt ein bisschen Schwierigkeiten, nun direkt auf das Referat von dem Karl einzugehen. Erstens mal, weil sehr vieles, was er jetzt bei seinem Schweinsgalopp durch die Verhältnisse und Motive und die Empirie und was alles passiert und so weiter gesagt hat, da würde ich jetzt nicht gerade den Streit sehen. Also zum Beispiel sowas wie, dass man diese idiotische Vorstellung vom schaffenden und raffenden Kapital und dass die auch in linken Agitationsphrasen gibt und so weiter, da habe ich nicht nur nichts einzuwenden, sondern das finde ich vollkommen okay, das zu kritisieren. Dann auch sehr vieles, was er jetzt über diese Finanzmarktbewegungen gesagt hat, würde ich eigentlich nicht widersprechen. Mir ist nur eins aufgefallen, wo wahrscheinlich auf der Ebene unser Streit eigentlich liegt. Wie es da steht, ob es nicht doch, auch wenn die Logik des Kapitals natürlich dieselbe geblieben ist, seit es Kapitalismus gibt, ob es nicht doch sowas wie eine Binnenentwicklung, eine verschiedene Entwicklungsstufen der kapitalistischen Produktionsweise gibt, wo sich eben doch auch qualitative historische Veränderungen vollziehen und ob das nicht zum Beispiel mit dem Verhältnis des Nationalstaats zu dem, was da zum Beispiel auf der Finanzmarktebene sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, ob es da nicht Veränderungen gibt. Mir ist halt so aufgefallen, dass so diese, natürlich ist der Nationalstaat nicht weg und der verschwindet auch nicht und der Markt braucht natürlich den Staat, das ist ja das sind die zwei Seiten derselben Medaille. Und natürlich gibt es auch sowas wie eben die nationale und beziehungsweise die internationale Konkurrenz und dieses nationale Konkurrenzsubjekt. Die Frage ist aber nur, wie steht es denn nun mit der Souveränität des nationalstaatlich agierenden Subjekts? Erstens mal gegenüber diesen Finanzmärkten überhaupt, zweitens mal gegenüber seinem eigenen Geld sogar und drittens natürlich gegenüber dem, was so als transnationale Wertschöpfungsketten mittlerweile bezeichnet wird, also das, was so die neue Qualität von Kapitalexport wäre. Darüber könnten wir vielleicht später noch reden. Aber ich wollte jetzt, also mir scheint da nur so eine kleine Schwierigkeit beim Karl selber aufgetaucht zu sein. Erst wenn er also sagt, die Nationalstaaten müssen sich die Bestätigung der Märkte erobern und vieles, was er da beschrieben hat, das klingt ja nun so, und das würde ich auch voll unterschreiben,
dass eben die Nationalstaaten mittlerweile sozusagen beim Pförtner anstehen müssen der Finanzmärkte, weil sie eben Probleme mit ihrem eigenen Staatskredit haben, weil sie keine Kontrolle über ihr eigenes Geld mehr haben, weil es die Euro-Geldmärkte zum Beispiel gibt und so weiter und so weiter. Also hat sich da doch vielleicht etwas geändert, wenn man das vergleicht mit der ersten Jahrhunderthälfte, meinetwegen, wo der Kampf der imperialistischen Konkurrenz um nationale Einflusszonen ging und wo eben der Staat tatsächlich auch mit Kanonenbootpolitik, nicht, also durchaus in der Lage war, die Profite seiner Investition, der Investitionen seiner Kapitalien eben abzusichern, also indem die eben hauptsächlich in nationale Einflusssphären oder noch vorher eben in Kolonien zum Beispiel gingen. Aber die Schwierigkeit, die ich jetzt sehe, ist einfach die, um den Streit richtig rauszuarbeiten, wollte ich eigentlich auf eine andere Ebene gehen. Zumindest habe ich mich dafür vorbereitet. Und das ist jetzt nicht die Ebene der Weltmarktvermittlungen und gar der Finanzmarktvermittlungen auf dem Weltmarkt, sondern das, was logisch und historisch und letztendlich dahinter liegt, was die Grundlage des Ganzen ist. Und das wäre im Grunde der Gegenstand oder das wäre die Ebene, die der Marx in seinen drei Bänden des Kapitals nämlich aufgenommen hat, nämlich eben die Logik des sogenannten Kapitals im Allgemeinen, also die kapitalistische Logik überhaupt und auf der Ebene die Frage der Krisentheorie. Denn das ist ja der eigentliche Streitpunkt. Gibt es nun einen Kollaps oder nicht? Also ich bin nicht. Gibt es nicht, ne? Nein, den Streitpunkt gibt es nicht. Ach, den gibt es nicht. Okay, dann bin ich nicht mehr auf dem neuesten Kollaps Stand. Ist das schon erleben. Ja, dann bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Ich wollte jetzt versuchen, sowas wie meine, nicht nur meine Position, also wertkritische Krisentheorie kurz darzustellen. Und zwar, weil man nur so ja diese Weltmarktentwicklung auch verstehen kann oder drüber streiten kann. Das bildet eben den Hintergrund. Und ich sehe da als erstes Mal, das habe ich jedenfalls in sehr vielen Auseinandersetzungen um diese sogenannte Zusammenbruchstheorie oder neue Zusammenbruchstheorie, wie wir sie vertreten. Im Grunde ist das ja bloß ein Reizwort. Ich habe es mehr ironisch oder auch aus Provokationsgründen aufgenommen und ich stehe da natürlich auch dazu. Aber all das, was man sich darunter vorstellt, das sind erstmal so bestimmte ideologische Barrieren, wodurch das überhaupt zum Reizwort wird. Und ich denke, der erste Punkt dabei ist, dass die Linke oder ich sage jetzt eben der traditionelle Arbeiterbewegungsmarxismus selber noch ein in gewissermaßen bürgerliches, historisches Subjekt war und damit auch der ganzen bürgerlich-aufklärerischen Subjektillusion verhaftet war. Das heißt, es steht dahinter eine Vorstellung, dass alles, was gesellschaftlich geschieht, unmittelbar auf Willenshandlungen von eben gesellschaftlichen Subjekten und auf die Mittel und Zwecke zurückzuführen ist, die sie sich setzen. Das ist nun aber gerade nicht die marxische Auffassung, sondern Marx hat ja bekanntlich dargestellt, dass es sich hier um ein sogenanntes fetischistisches Verhältnis handelt. Das heißt, dass natürlich es kein apartes Subjekt namens das Kapital gibt, das außerhalb der Menschen und außerhalb der Gesellschaft irgendwo hockt und die Fäden zieht. Das wäre natürlich eine sehr krude und absurde Vorstellung. Sondern, dass die Menschen durch ihre Handlungen einmal durch die Resultate blinder historischer Handlungsketten, wo die Leute immer was ganz anderes wollten, als am Schluss dann rausgekommen ist und sich objektiviert hat, sich auch strukturell objektiviert hat und dann auch in jedem gegebenen Moment durch das Zusammenprallen all der verschiedenen partikularen Konkurrenzsubjekte hinter ihrem Rücken, das ist die Ausdrucksweise von Marx, so etwas wie eine Gesetzmäßigkeit entsteht. Und diese Gesetzmäßigkeit verselbstständigt sich und deswegen spricht der Marx auch vom Kapital als einem automatischen Subjekt. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht der ganzen bürgerlichen Subjektillusion, der ganzen Aufklärungsideologie. Und deswegen, wenn das so ist, dann kann natürlich ein derart konstituiertes Gesellschaftsverhältnis auch nicht durch pure Willenshandlungen in die Krise kommen, sondern
auch die Krise stellt sich hinter dem Rücken der Beteiligten her. Das ist ihm übrigens, entspricht auch diesem Terminus, nämlich, der kommt ja aus der Medizin. Dieser Begriff Krise meint ursprünglich eigentlich in der Medizin der Kulminationspunkt einer Krankheit, wo es darum geht, wird er jetzt wieder gesund oder gibt es einen Exitus? Und ähnlich kann man sich das auch durchaus, die Analogie ist durchaus zutreffend, genauso wenig wie ein Mensch, der krank wird, willentlich krank wird und genauso wie er willentlich wieder gesund werden kann, so spielt sich eben auch diese Krise hinter dem Rücken der Beteiligten ab. Deswegen sagt und ist in gewisser Weise determiniert durch die inneren Gesetzmäßigkeiten des kapitalistischen Entwicklungsprozesses. Deswegen sagt Marx auch, dass die letzte Schranke des Kapitals das Kapital selber ist. Oder die wahre Schranke des Kapitals, glaube ich, heißt das Kapital selber ist. Das ist nun natürlich jetzt nicht nur ein Schlag ins Gesicht der bürgerlichen Willensillusion oder der bürgerlichen Subjektillusion, sondern es scheint auch, und das ist das Hauptargument, das auf der Ebene meistens gegen mich oder gegen die ganze wertkritische Krisentheorie kommt, es scheint auch zu bedeuten, dass es sowas wie einen Automatismus der Emanzipation dann wohl geben muss oder dass man einfach darauf warten kann, bis die Krise eben dem Kapitalismus den Gar ausmacht und dann ist alles wunderbar. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das trifft auch historisch nicht zu, denn die wenigen Zusammenbruchstheoretiker, zwei an der Zahl, Rosa Luxemburg und Henry Grossmann in der Geschichte des Arbeiterbewegungsmarxismus, das waren nun alles andere als Deterministen der sozialen Emanzipation. Im Gegenteil, gerade bei der Rosa Luxemburg ist es ja so, dass für sie Zusammenbruchstheorie die eine Seite ihres theoretischen Anspruchs ist und die andere Seite ist eben gerade die Betonung, dass die Befreiung nur das Werk der Menschen selber sein kann und dass da eben gar nichts determiniert ist. Wie passt das zusammen? Ich denke, dann muss man ganz grundsätzlich unterscheiden zwischen Krise und dem Kampf um Emanzipation. Das eine hat unmittelbar mit dem anderen zunächst mal gar nichts zu tun. Das heißt, sowas wie der Wille zur Emanzipation oder eine emanzipatorische soziale Bewegung, was ist deren Ausgangspunkt? Das sind natürlich die Zumutungen des Kapitalismus. Der Kapitalismus ist von A bis Z und von Anfang an eine einzige Zumutung immer schon gewesen. Und daraus folgt logischerweise, dass man sich auch immer und jederzeit gegen diese Zumutung wenden kann. Das heißt, ob es Krise gibt oder nicht, das hat mit der Frage, ob man sich emanzipatorisch verhält oder als Kritiker auftritt, erstmal gar nichts zu tun. Man könnte sagen, was determiniert ist, ist die Krise. Das läuft auf der Ebene der fetischistischen Konstitution ab. Was nicht determiniert ist, das ist die Frage der Emanzipation und einer emanzipatorischen Bewegung. Und natürlich ist aber die Krise etwas, was Bedingungen setzt, womit man rechnen muss und worauf man sich, wenn man mit dem Kapitalismus Schluss machen will, auch in irgendeiner Weise einstellen muss und einen Begriff davon haben muss und auch eine Analyse haben muss. Ich komme jetzt zu dem sachlichen Gehalt der Krisentheorie, zum eigentlichen theoretischen Gehalt. Warum sagt der Marx, dass die letzte oder die eigentliche Schranke, die wahre Schranke des Kapitals, das Kapital selber ist? Auf der Ebene dieser fetischistischen Konstitution gibt es nämlich einen inneren logischen Selbstwiderspruch dieser Produktionsweise. Ich paraphrasiere jetzt die Worte von Marx aus den Grundrissen, nämlich, dass sie auf der einen Seite dahin drängt, alle Lebenszeit möglichst in Arbeitszeit, in Zeit der abstrakten Arbeit zu verwandeln. Und der Grund ist auch ganz klar, denn die Substanz des Werts ist die abstrakte Arbeit, die, wie Marx sagt im Kapital im ersten Band, die Verausgabung von Nerv, Muskel, Hirn. Und da das Kapitalverhältnis die Verwertung des Werts ist, ist es also angewiesen auf diese Substanz, abstrakter Arbeit und auf deren permanente Ausdehnung. Auf der anderen Seite aber setzt das Zwangsverhältnis der Konkurrenz einen inneren Zwang für diese Produktionsweise durch Steigerung der Produktivität, der Arbeitsproduktivität durch Anwendung, ich paraphrasiere wieder Marx, von wissenschaftlich-technischen Agentien, diese Arbeitssubstanz fortlaufend zu substituieren.
sie zu beseitigen, sie aus dem Produktionsprozess herauszunehmen, durch eben Produktivkraftwissenschaft, Anwendung von Maschinerie, technisch-wissenschaftlichen Agenzien, wie gesagt. Das ist zunächst mal ein ganz grundsätzlicher logischer Widerspruch. Und es gibt ja kein Subjekt, es gibt sehr viele Subjekte natürlich, es gibt den Staat als institutionelles Subjekt, es gibt die Lohnarbeiter, ihre inneren Konkurrenzbeziehungen untereinander, es gibt das Kapital, die Repräsentanten des Kapitals, die wiederum in Konkurrenz zueinander stehen und in Konkurrenz zur Lohnarbeit und so weiter. Aber es gibt kein Subjekt, das nun die inneren Gesetzmäßigkeiten sozusagen souverän beherrschen könnte. Und es gibt eben all die partikularen Konkurrenzsubjekte, die gezwungen sind, die sich wechselseitig sozusagen zwingen dazu, diese Substitution lebendiger Arbeit durch wissenschaftlich-technische Agenzien zu vollziehen. Das ist natürlich zunächst mal ein innerer logischer Widerspruch. Damit ist zunächst mal noch gar nicht gesagt, wie eine historische Grenze aus diesem Widerspruch für diese Produktionsweise erwachsen könnte. Allerdings würde ich doch sagen, es ist damit auch schon gesetzt, dass eine solche Grenze entstehen wird. Und im Großen und Ganzen, das ist natürlich immer sehr verschieden interpretiert worden. Und ich will jetzt zunächst mal einen Schritt weiter gehen, nämlich die Frage, warum dieser innere logische Selbstwiderspruch nicht unmittelbar zum Zusammenbruch dieser Produktionsweise führt. Das ist deswegen der Fall, jetzt auch wieder, ich paraphrasiere eigentlich nur die marxische Krisentheorie, das ist deswegen nicht der Fall, weil der Kapitalismus gleichzeitig eben expandiert. Er expandiert geografisch einmal, indem er immer neue Länder sich einverleibt, dieser Produktionsweise einverleibt. Er expandiert durch eben das Aufrollen sämtlicher Produktionszweige, die noch nicht kapitalistisch sind. Der Prozess kommt erst tief im 20. Jahrhundert zum Abschluss, ist vielleicht heute in manchen Ländern noch gar nicht voll abgeschlossen. Und vor allem aber, er expandiert, indem er die Produkte verwohlfeilert, wie Marx sagt. Das heißt, der Effekt dieser Rationalisierung, Produktivitätssteigerung unter dem Zwang der Konkurrenz, dieser Effekt ist ja, dass die Produkte billiger werden. Das ist ja das Mittel, mit dem auf dem Markt dann der Konkurrenzkampf ausgefochten wird. Und diese Verwohlfeilerung, die führt dazu, das hat der Marx zeitweise sogar eben als die historische Mission des Kapitalismus bezeichnet, dass sich viel mehr Menschen als vorher, das muss man allerdings vielleicht relativieren, aber das ist jetzt hier nicht der Gegenstand, aber jedenfalls zumindest innerhalb des Horizonts der ganzen Modernisierungsgeschichte, sich viel mehr Menschen als vorher diese Produkte leisten können oder sie sich in höherer Frequenz als vorher leisten können. Das bedeutet, die Märkte dehnen sich aus und das bedeutet wiederum, dass zwar pro Produkt weniger Arbeitszeit vernutzt werden muss durch diese Anwendung wissenschaftlich-technischer Agenzien, dass dadurch Arbeitskraft auf der Ebene überflüssig wird, aber durch die Expansion, durch die Verwohlfeilerung, durch die Ausdehnung der Märkte gleichzeitig mehr Arbeitskraft wieder eingesaugt werden kann. Das heißt, es findet eine Überkompensation statt. Eine Überkompensation, die man kann das Ganze vielleicht so bezeichnen, es kommt eine Art historisches Schneeballsystem zustande. Das heißt, leben kann der Kapitalismus in seinem inneren logischen Selbstwiderspruch nur als Schneeballsystem der Expansion in immer neue Produktionszweige und mit immer neuer Produktivitätssteigerung, die diesen Prozess der Verwohlfeilerung und so weiter und alles, Expansion der Märkte, ständig perpetuiert und aufs Neue eben entwickelt. Das ist zunächst mal die Grundlage dafür, dass man sagen kann, naja gut, vielleicht kann das auch ewig so weitergehen. Und das haben auch viele Marxisten dann letztendlich gemeint. Das heißt, zum Beispiel in Gestalt der langen Wellentheorie, dass eben immer neue Produktionszweige, wenn alte erschöpft sind, wenn die
Expansionsfähigkeit im Einsaugen neuer Arbeitskraft erschöpft ist, die Märkte gesättigt sind, die Expansion auf der Ebene nicht mehr stattfinden kann, kommt eben ein neuer Produktionszweig. Großes Beispiel die Automobilindustrie, die also etwas, was vorher reines Luxusgut für wenige war, mit all den Folgen, die wir heute sehen, also vermasst hat und dadurch gigantische Möglichkeit geschaffen hat, Arbeitskraft wieder kapitalproduktiv auf neuer Stufenleiter einzusaugen. Zunächst mal muss ich eine kleine Parenthese machen, was dieses Problem mit dem berühmten tendenziellen Fall der Profitrate zu tun hat. Also ich will nicht darauf hinaus, dass das Kapital am tendenziellen Fall der Profitrate krepiert. Das ist, hat die Rosa Luxemburg auch schon so ja, kritisierenswert, auch vieles an ihrer Argumentation ist, aber da hat sie mit Recht gesagt, da kann man so lange drauf warten, bis die Erde in die Sonne stürzt. Denn der tendenzielle Fall der Profitrate drückt eigentlich nur eben diesen relativen Widerspruch innerhalb dieses historischen Schneeballsystems auf der Wertebene selber aus. Denn die Produktivitätssteigerung unter dem Druck der Konkurrenz, die führt ja dazu, dass das Ersetzen von Arbeitsanwendung, von Arbeitskraft durch wissenschaftlich-technische Agenzien natürlich auch bedeutet, dass ein immer größeres, immer weiterentwickeltes Aggregat des konstanten Kapitals an die Stelle eben der lebendigen Arbeitskraft tritt. Das heißt, unter den beiden Bestandteilen des Kapitals, V und C, konstantes Kapital, also die Maschinerie und alles, was dazugehört, Gebäude und was weiß ich alles, wächst relativ schneller als das variable Kapital, trotz Ausdehnung und trotz dieser Überkompensation auf der Ebene eben der Märkte. Das heißt zunächst mal nichts anderes als das, man kann es natürlich nicht unmittelbar empirisch beweisen, denn die Marx'schen Kategorien, die sind nicht identisch mit den Kategorien der bürgerlichen VWL, aber es gibt natürlich Indizien. Zum Beispiel ein Indiz ist, dass im Verlauf der kapitalistischen Entwicklung die sogenannten Kosten eines Arbeitsplatzes, was ja nichts weiter ist, als die Sache umzudrehen und es zu betrachten, wie viel ein Arbeiter, damit er noch rentabel angewendet werden kann, wie viel Maschinerie und technisch-wissenschaftliche Agenzien er in Bewegung setzen muss und was deren Wertausdruck ist. Also die Kosten für einen Arbeitsplatz sind immer größer geworden. Sie sind von relativ kleinen Größenordnungen im 19. Jahrhundert, wo zum Beispiel die Solinger Scherenschleifer noch, die berühmten, noch ihre eigenen Werkzeuge in die Fabrik mitbrachten, bis eben heute, bis zu den Hightech-Fabriken, die meinetwegen VW in Ostdeutschland auf die grüne Wiese gestellt hat, gigantisch angestiegen. Also die liegen heute rein betriebswirtschaftlich gesehen, da ist die gesellschaftliche Infrastruktur noch gar nicht mit drin, bei den fortentwickelten Industrien bei über 2 Millionen Mark pro Arbeitsplatz. Und was heißt das? Es heißt, und das ist eben der berühmte tendenzielle Fall der Profitrate, dass eine immer größere Masse von konstantem Kapital, das ja bekanntlich keinen Wert schöpft, sondern nur überträgt, in Bewegung gesetzt werden muss, damit überhaupt neuer Wert geschöpft werden kann. Und das heißt weiter, dass das Verhältnis pro eingesetzten Kapital, meinetwegen von einer oder von 10 oder von 100 Millionen Mark, das also pro eingesetzten Kapital, das Verhältnis von C zu V immer größer wird, und das heißt andersrum, dass eben die Profitrate tendenziell fällt. Denn das ist ja dieses Verhältnis, das eben in dieser Beziehung von C und V und M sich ausdrückt. Also wenn C immer größer wird, relativ gesehen zu V, dann fällt die Profitrate. Das ist alles im dritten Band des Kapital ausgeführt. Und jetzt ist natürlich die Preisfrage. Wie entwickelt sich das historisch weiter? Und da ist es für mich jetzt auch ein Streitgegenstand, vielleicht mit dem Karl oder überhaupt mit eher aus meiner Sicht traditionellen Marxisten oder Krisentheoretikern, dass nämlich zwar
diese Logik, die der Marx ja auch beschrieben hat und die immer noch impliziert, auch inklusive tendenziellem Fall der Profitrate und den berühmten entgegenwirkenden Ursachen und so weiter, sozusagen noch nicht klar ist, ob dieser Prozess sich ewig weiterentwickeln kann. Und klar ist aber eins, dass die Logik dieselbe ist, aber sich auf der Ebene der Produktivkräfte natürlich eine Entwicklung in Richtung eines einzigen Zeitpfeils entwickelt. Das heißt, dass wir es nicht zu tun haben mit immer denselben Produktivitätsstandards, sondern mit einem ständig historisch ansteigenden Produktivitätsstandard. Gesetzt durch in groben Zügen die Geschichte der drei industriellen Revolutionen, wenn man als die grob gerastert, als die erste industrielle Revolution eben den Take-off der Industrialisierung mit Dampfmaschinen und allem drum und dran nimmt, als die zweite industrielle Revolution die neue Binnenrationalisierungspotenz über die in den fordistischen Industrien via Fließband und neue Werkzeugmaschinen bis hin eben zur heutigen dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik. Die, und das ist eben in der Tat auch was Neues und was qualitativ anderes, eine neue Qualität der Rationalisierungs- und Automatisierungspotenz geschaffen hat, die noch bei Weitem gar nicht ausgeschöpft ist. Und meine Behauptung ist jetzt, oder meine These, sagen wir mal, dass mit im Prozess dieser dritten industriellen Revolution das, was Marx natürlich nur vage angedeutet hat, nämlich die absolute historische Schranke dieser Produktionsweise dadurch erreicht wird, nicht, dass jetzt der tendenzielle Fall der Profitrate, allein der Begriff sagt ja schon, dass es sich hier nur um ein relatives Verhältnis handelt, nur um eine Tendenz, umschlägt in diese von Marx prognostizierte oder von Marx logisch herausgearbeitete absolute innere historische Schranke des Kapitals, dass es nämlich einen Zustand erreicht, in dem die zusätzliche Wertschöpfung selber nicht nur an Grenzen stößt, sondern rückläufig wird. Also dieser historische Kompensationsmechanismus erlischt. Und eine Folge davon ist, und dass es hier an Grenzen stößt, das lässt sich vielleicht daran messen, dass man nicht mehr von einer zyklischen Massenarbeitslosigkeit mittlerweile spricht, sondern dass es eine strukturelle Massenarbeitslosigkeit geworden ist und dass diese strukturelle Massenarbeitslosigkeit als ihre Kehrseite hat, die Expansion eben genau, und das war ja vorhin das Thema der Finanzmärkte, aber nicht mehr in der früheren Form, wo also die Finanzmärkte an die Akkumulation des Realkapitals mehr oder weniger gekoppelt waren, und wenn sie dem davongelaufen sind, dann hat es sehr schnell einen Finanzkrach gegeben, sondern eine, genauso wie auf der einen Seite die strukturelle Massenarbeitslosigkeit sich von Zyklus zu Zyklus weiterentwickelt, auf der anderen Seite eine Akkumulation von fiktivem Kapital. Diese Ebene, die wäre nun ihrerseits auch auf der Ebene eben des Kapitals im Allgemeinen, das heißt der Logik der Krisentheorie, genauer noch zu untersuchen. Und zwar muss man da zwei Formen unterscheiden. Implizit hat es der Karl vorhin auch gemacht, nämlich, oder es kam beides vor, nämlich auf der einen Seite das fiktive Kapital, das aus dem Prozess der Spekulation entsteht. Das heißt nichts anderes als das, was zum Beispiel bei Aktien die reale Rendite, also der Anteil am Profit der Aktieninhaber wäre, nämlich die Dividende, eine immer geringere oder praktisch fast schon keine Rolle mehr spielt. Und der entscheidende Punkt ist die Steigerung des eben fiktiven Werts der reinen Eigentumstitel, also der Aktienscheine.
Und das lässt sich also eindeutig zeigen, dass in praktisch allen Ländern der Welt, sogar in solchen, in denen so gut wie keine reale Wertschöpfung mehr stattfindet, selbst in afrikanischen Ländern boomen irgendwelche Emerging Markets an irgendwelchen Börsen in Nairobi und sonst wo. Fiktives Kapital wird kreiert in irgendwelchen Hinterzimmerbanken in der Ukraine. Und da gehen sogar westliche Fonds in diese Hochrisikomärkte hinein. Ganz einfach deswegen, weil die Reinvestition dieses aufakkumulierten, ursprünglich natürlich aus dem Realakkumulationsprozess des produktiven Kapitals stammenden Gewinns nicht mehr zurückgeführt werden kann in ausreichendem Maße in weitere zusätzliche Realinvestitionen. Das ist das, was Karl Marx die Überakkumulation von Kapital genannt hat, aber die hat sich jetzt eben auch aus einer zyklischen Bewegung in einen strukturellen Zustand verwandelt. Die andere Seite des fiktiven Kapitals, das ist, zumindest also ich paraphrasiere jetzt wieder Marx aus dem dritten Band des Kapital, das ist eben der wunderbare Staatskredit. Auch den hat er Karl vorhin erwähnt. Nämlich bei dem Staatskredit handelt es sich ja um einen Kredit letztendlich für gesellschaftlichen Konsum. Was heißt das? Es ist zurückzuführen auf das Problem, dass sich im Lauf eben des 19. Jahrhunderts und noch mehr des 20. Jahrhunderts die Staatstätigkeit immer mehr ausgedehnt hat. Das hat der deutsche Kathedersozialist und bürgerliche konservative Ökonom Adolf Wagner schon ungefähr zur selben Zeit festgestellt und eine Prognose abgegeben, als der Karl Marx den ersten Band seines Kapital rausgebracht hat, nämlich 1867. Und er sagte mit Recht, das ist eine der am meisten zutreffenden Prognosen in der Geschichte der bürgerlichen VBL, dass es eine Tendenz, eine logische Tendenz zur Steigerung des Staatsanteils am Sozialprodukt gibt. Und das führt er darauf zurück, unter anderem, und das hat er erst im 20. Jahrhundert große Ausmaße angenommen, einmal, dass sich auch die Rüstung industrialisiert. Das heißt, der Staatskonsum in Form von Militärgütern hat sich an dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gezeigt, was industrialisierte Kriegführung bedeutet, welche immensen Massen hier von Wert aufgewendet werden müssen. Und das ist natürlich null kapitalproduktiv. Das muss vom Staat bezahlt werden. Für das betriebswirtschaftliche Rüstungskapital sind es natürlich wunderbare Gewinne, aber gesamtkapitalistisch, gesamtgesellschaftlich gesehen ist es gesellschaftlicher Konsum. Dasselbe gilt, ich will es jetzt nicht im Einzelnen ausführen, für alles, was aufgrund der Expansion der Märkte, der marktwirtschaftlichen kapitalistischen Produktionsweise an Logistik, an Rahmenbedingungen nötig wird. Also städtische Agglomerationen großen Ausmaßes verlangen, Kanalisation ist ja erst im 19. Jahrhundert im großen Maßstab eingeführt worden, kostet wahnsinnig Geld, sind Rahmenbedingungen, die notwendig werden. Medizinwesen, Ausbildungswesen, Wissenschaftsinstitutionen, Tod und Teufel. Man könnte noch sehr viel mehr bis hin zur Sozialarbeit und Sozialtransfers, die aus den Wechsellagen notwendig werden, wenn es nicht schwere innere Spannungen geben soll und so weiter. Also ein Riesenkonglomerat von Staatsaufgaben. Und was sind das? Das sind alles keine, auch wenn sie im Einzelfall, wenn es der Staat einkauft bei irgendwelchen Privatunternehmen, mögen es also wie gesagt auch in der Rüstungsindustrie als private Profite erscheinen, aber letztendlich sind es Geschäftskosten der Marktwirtschaft oder Geschäftskosten der kapitalistischen Produktionsweise, gesellschaftlicher Konsum. Und in dem Maße, wie das explodiert ist, hat sich das Problem eben des Staatskredits ergeben. Das heißt, der Staat konnte unmöglich, obwohl er, sagen wir, der Logik der Produktionsweise nach kein Unternehmer ist und damit also selber sein Geld auf dem Markt verdient, obwohl eben im Staatssozialismus in allen möglichen Mischformen der Staat durchaus auch immer wieder als Unternehmer aufgetreten ist. Das ist aber eigentlich schon eine Notmaßnahme. Aber im Normalfall und der Logik nach tritt er eigentlich nicht als Unternehmer auf. Ein Kredit aber, so sagt Marx im dritten Band des Kapitals, dient ja dazu, dass er an von einem Geldkapital an ein fungierendes Kapital verliehen wird und dass die Zinsen eben bezahlt werden für diesen Kredit aus der realen kapitalproduktiven Produktion, die auch am Markt realisiert wird, dieses fungierenden Kapitals. Wenn der Staat aber den Kredit nun
für gesellschaftlichen Konsum verwendet, dann ist diese Voraussetzung ja überhaupt nicht gegeben. Er muss also die Zinsen sich irgendwo herholen, und in dem Maße, wie natürlich der Staatskredit expandiert und schließlich geradezu explodiert im Laufe des 20. Jahrhunderts, weil eben anders aus den reellen Einnahmen des Staates, einzig und allein nämlich den Steuern, ist das gar nicht mehr finanzierbar, tut sich so etwas auf wie eine zweite Schranke, eine zweite Ebene dieser inneren Schranke des Kapitals, nämlich die Geschäftskosten der Produktionsweise drohen, ihren produktiven Kern zu überwuchern. Nicht? Das ist also ein Widerspruch, der ist einfach unlösbar. Nicht? Und es ist genauso unlösbar wie der Widerspruch, der sich aus dem inneren Selbstwiderspruch des industriellen Kapitals selber ergibt. Ja, ich mache jetzt gleich Schluss. Ich wollte nur sagen, noch zuletzt zu diesem Staatskredit. Das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass all die Tätigkeiten, die diesen gesellschaftlichen Konsum vermitteln, im Sinne des Kapitals unproduktive Arbeiten sind. Unabhängig davon, ob jetzt da was materiell hergestellt wird oder Sozialarbeit geleistet wird oder sonst was, im Sinne des Kapitals sind das logischerweise dann unproduktive Arbeiten. Man könnte also sagen, wir bekommen durch die dritte industrielle Revolution der Mikroelektronik eine Art Zangenbewegung. Auf der einen Seite schmilzt die tatsächlich wertproduktive Arbeit qua eben neuer Qualität der Rationalisierung ab. Es tritt diese absolute innere Schranke in Erscheinung. Auf der anderen Seite explodiert gleichzeitig die Notwendigkeit unproduktiver Arbeiten, finanziert durch einen Staatskredit. Und alles, worüber der Karl jetzt gesprochen hat und was die Globalisierung dann auch ausmacht, das ist sozusagen die Flucht nach vorn aller beteiligten Subjekte, einschließlich natürlich des Nationalstaats, sozusagen gewaltsam aus dieser Schere herauszukommen. Natürlich mit eben den entsprechenden, wie so schön heißt, sozialen Kosten, und eben es auf die Zerreißprobe ankommen zu lassen, und zwar, weil einem gar nichts mehr anders übrig bleibt, jetzt kapitalistisch immanent gedacht. Was das Geld angeht, da muss ich noch eine kleine, das ist dann wirklich das letzte, Fußnote dazu machen, damit das überhaupt so weit kommen konnte, damit die innere Schranke sozusagen so weit rausgeschoben werden konnte und durch heute immer noch durch fiktives Kapital substituiert werden kann, das heißt durch Staatskredit und fiktive Werte, die aus dem spekulativen Prozess hervorgegangen sind, musste das Geld selber seiner Wertsubstanz verlustig gehen. Es ist nämlich so, der Karl hat vorhin gesagt, ist die Wertaufbewahrungsfunktion. Eine objektive Wertaufbewahrungsfunktion, die gab es eigentlich nur bis zum Ersten Weltkrieg in der Form, dass das Geld selber reale Wertsubstanz hatte, nämlich durch das Gold und die Goldkonvertibilität aller Währungen. Das wirkliche Weltgeld damals, das war nicht das englische Pfund, obwohl England auf dem Weltmarkt die dominierende Stellung hatte bis zum Ersten Weltkrieg, sondern das wirkliche Weltgeld war das Gold. Und alle Währungen waren in Gold konvertibel, deswegen gab es auch keine Weltwährungskrisen und dergleichen. Und der Erste Weltkrieg, die industrialisierte Kriegführung, hat bereits dazu gezwungen, diese Verbindung zur realen Wertsubstanz des Geldes zu kappen, mit der Folge von diversen Hyperinflationen. Und Keynes mit seiner wunderbaren Krisenbewältigungstheorie hat das sozusagen, was man zunächst mal dachte, das wäre eine vorübergehende Maßnahme, hat das theoretisch legitimiert als grundsätzliche Vorgehensweise, um eben diese innere Schranke hinauszuschieben und qua Staatskredit diese Widersprüche erstmal auszuhebeln. Die letzte Bindung zum Gold, die gab es allerdings noch bis 1973, wenigstens indirekt, indem der Dollar, das war eben die Weltmachtfunktion der USA, auf dieser Ebene der Finanzmärkte als einzige Währung goldkonvertibel geblieben ist. Da war die Nabelschnur zur Wertsubstanz des Geldes sozusagen die letzte, und die wurde dann auch gekappt, weil es eben nicht mehr ging, weil eben vor Knox sich gelehrt hat, wie geschmolzen ist das Gold wie Schnee an der Sonne. Da musste also der Riegel vorgeschoben werden, und das hieß, die Wertsubstanz des Geldes ist seitdem überhaupt nicht mehr Existenz. Es gibt keine objektive Wertaufbewahrungsfunktion mehr. Das ist nichts als Papier und elektronische Buchungsimpulse.
Das heißt, in dem Moment oder in dem Maße, wie jemand das wirkt, wie das wirklich im großen Maßstab eingefordert wird, löst sich das Ganze in der Tat in Rauch auf. Jetzt will ich Schluss machen damit. Ich habe jetzt versucht, so eine grobe Skizze zu geben, die war wirklich sehr grob, auf dieser grundsätzlichen Ebene. Und ich denke, wenn wir jetzt in der Diskussion weitermachen, dann müssten wir versuchen, abgesehen von der Diskussion über diese grundsätzliche Ebene selber, diese Vermittlungen herzustellen zu dem, was jetzt als Globalisierung firmiert, was eben wie gesagt nichts weiter als diese Flucht nach vorn ist, was vor allem diese Ebene der Weltfinanzmärkte angeht, die ja wesentlich diese Globalisierung tragen und bestimmen. Ich glaube, dass man nur so, also ein bisschen mit einem gewissen Hintergrund diese ganze Sache klären kann. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir werden also nach dieser Reaktion, die dem Karl Held jetzt möglich ist, um dann auch deinem Eingehen auf ihn nochmal, auf jeden Fall eine Pause machen, weil sich das ja jetzt doch etwas länger geworden ist. Also ihr könnt ja gucken, dass ihr euch ein bisschen ranhaltet. Ja, ich will uns aber da auch entschuldigen, denn es ist nämlich wirklich überhaupt nicht einfach. Ne? Also man kann nicht in 10 Minuten unmöglich solche Zusammenhänge darstellen. Also Das ist ja großartig. Bobby, ich polemisiere jetzt gegen dich in einer Art und Weise, die hast du noch nicht erlebt. Ja, gut. Mach dir doch das Leben nicht so schwer. Die ganze Polemik. Ich meine das so. Wenn du, ich beziehe mich, damit es klar ist, auf Seite 1 unten, jetzt doch. Auf die Bemerkung, der Bobby ist einer dieser unmaßgeblichen Zeitgenossen, ja, der diese Theorie vertritt, die ich hier glossiert habe, antizipieren, weil ich seine Schriften kenne. Ja, unmaßgeblich ist kein Vorwurf, ja, damit hier keiner an falschen Schlenker vermutet. So unmaßgeblich wie der bin ich schon lange. Der ist der... Ich hab keinen. Ich brauche einen Eisen. Du kriegst schon dann gemacht. Die sollen nachher kopieren. Die Sache ist so gemeint. Du bemühst auf der einen Seite eine Diagnose, nämlich neue Fakten. Du willst da einordnen und bewerten, erklären eigentlich. Ja? Das gehört sich auch so. Und jetzt kommst du da an in deiner ganzen Erläuterung. Und schwenkst immerzu von den neuen Fakten auf, ach, ich nenne es mal Wissenselemente, die es da mit der Marxischen Theorie teilst. Das hast du wirklich gemacht. Und jetzt sage ich dir, was Methodisches und das betrifft ist, macht dir doch das Leben nicht so schwer. Wenn der Marx diese Widersprüche, immer mehr Arbeit ist verlangt, damit sich immer mehr Kapital umsetzt und sei Plus macht. Die Methode dazu, die aus der Konkurrenz geboren ist, heißt immer weniger Arbeit einsetzen. Wenn du das schon von Marx hast, dann kannst du da schon mal sicher gehen, dass du damit keine neue Phasenbestimmung des Kapitalismus in der Hand hast. Dann hat der Marx zu diesem Widerspruch schon alles gesagt. Noch anders ausgedrückt. Du behauptest, dann glatt ein wenig später, ja? Das war später bei dem Referat. Das ist doch ein unlösbarer Widerspruch. Jetzt sage ich dir wirklich noch ein saudummes Marx-methodisches Zitat. Widersprüche, was macht man denn mit denen? Die löst man doch nicht auf, denn da gibt man eine Verlaufsform. So hat der Alte gesagt. Und genauso machen es die Burschen, über die wir heute theoretisch diskutieren. Die geben ihnen eine Verlaufsform. Also, mein Antrag, wenn es da schon suchst danach, ist das System, das du genauso wie ich einmal vor 30 Jahren angefangen hast zu studieren, weil es das so langsam für widerlich befunden hast. Vielleicht hast du genauso wie ich mit dem Vietnamkrieg angefangen und so weiter. Wir haben uns ja gekannt damals in der Organisation. Du fängst an, das zu studieren und kennst zuerst einmal bloß die
Ableitung von Marx, das sind die Notwendigkeiten dieses Systems. Das sind seine inneren Gegensätze. Ja. Da muss man doch wissen, diesen dann, wenn sie schon stimmen, als Analyse, ewig, solange es das System gibt, nämlich. Da kannst du an dieser Stelle mit Marx Begrifflichkeit oder wie du schimpfst, mit Marx'schen Bestimmungen, kannst du kein Stadium ermitteln. Wenn, dann musst du die Suche nach dem Stadium, was ist denn wirklich Neues eingetreten in diesem System, ja, dann meine ich, ist ein theoretisches, ne? Also ich will jetzt nicht hauen. Dann muss da noch suchen, dann ist es wohl bei den Verlaufsformen zu suchen. Nicht, du selber, du stellst immer zu. Konduktivkraftentwicklung ist keine Verlaufsform. Aber was denn sonst? Was denn sonst? Die Produktivkraft der Arbeit ist das Mittel des Kapitals und zugleich untergräbt es sie. Genauso steht es bei deinem alten Marx drin. Du hast da dieselben Band wie ich. Alles Ostberlin 1962 jetiert wahrscheinlich. Ja, da muss man sich ja wirklich nicht streiten. Du gehst so weit, dass du sagst, aus Marx geht eine historische Schranke, du warnst die Leute vor Missverständnis. Mich brauchst du sowieso nicht zu warnen, das wirst du auch wissen. Du warnst die Leute vor einem Missverständnis, wenn der gesagt hat, der tendenzielle Fall der Profitrate ist eine Notwendigkeit. Tendenziell enthält er gewisse Relativierung und so weiter. Du machst da Kurzerläuterungen. Dessen, was der Marx behauptet hat, über die inneren Widersprüche dieses Gesetzes, K3, Kapitel 15. Ich weiß ja nicht, wie Marx belesen die Leute hier sind. Gut, versuch's auf die Art. Dann dementierst du ein falsches Verständnis. Und was wozu? Damit du da wieder zurückkommst zu sagen, und ist da nicht doch was? Ist da nicht doch eine absolute Schranke? Nein, darin ist keine. Wie soll sie denn auch sein? Du machst da Schlussbemerkung übers Geld und übers Gold. Und da merke ich, ich muss einen zweiten Vorwurf nachziehen. Du wurschtelst da manchmal. Also erstens, du machst es zu schwer. Hast mal erst der Vorwurf, bei den dieser Produktionsweise immanenten Gegensätzen bleibt es, solange sie aufrechterhalten wird. Das ist so banal, der Satz, dass ich ihn aber dir doch mal sagen möchte. Wenn sie abgeschafft wird, sei es durch eine revolutionäre Bewegung, was der Marx seine Intention war, der Luxemburg ihre übrigens meine nach wie vor noch ist, und so, dann ist das was ganz anderes, wie sich auf eine immanente Gesetzmäßigkeit des Kapitals berufen, praktisch an sie anknüpfen und so weiter. Krise ist doch nicht der Ausgangspunkt für eine Revolution. Es ist doch die Einsicht von Leuten, dass sie so nicht weitermachen wollen, dass sie diese Widersprüche nicht mehr ausbaden wollen, dass sie sie nicht mehr aushalten können und wollen. Es ist doch was ganz anderes wie Ende eines Systems. Solange es existiert und solange es durch Gewalt aufrechterhalten wird, deswegen habe ich auch den Staat als Subjekt heute im Mittelpunkt gestellt. Nicht, weil ich eine neue Theorie gegen Marx aufmachen will. Weil es gibt ja Veränderungen. Ich habe da sogar damit ein Angebot gemacht, merke ich jetzt. Merkst du nicht, was wirklich, wenn es da schon mal in der lenischen Sprechweise vor einem neuen Stadium des Kapitalismus künden willst, dann guck doch noch, worin die Neuerung gegenüber vor 50 oder 100 Jahren besteht. Und dann sage ich, es gibt die, der Weltmarkt wird vollendet. Das bringt ein neuer Verlaufsform, all des Zeugs mit deinem tendenziellen Fall, mit dem, dass der Kredit sich gegen die wirkliche Produktion stellt. Du kannst auch sagen, dass die Bedingungen der Produktion und Zirkulation auseinanderfallen, alles Marx-Zitate. Die kann ich schon so lange auswendig, dass ich sie nicht mehr hören kann. Das sind alles Bestimmungen der Krise. Ach, das mit der Arbeit. Das Arbeit, die zur Substanz des kapitalistischen Reichtums immer mehr Geld zur Verfügung haben, erklärt wird, als solcher benutzt wird und keine andere Reichtumsquelle wird gelten gelassen. Sogar die Natur als andere Quelle des Reichtums wird vernichtet. Ja, all das. Das kannst du alles erzählen und das wird auf dem Weltmarkt oder durch die Herstellung des Weltmarkts überführt in neue Verlaufsformen. Und jetzt stellst du schon wieder, und das ist, wie du dir das Leben schwer machst, die Frage nach dem, hat denn das nie irgendwann einmal ein Ende? Ich sagte mal als Angebot, damit man sich verständigt, wie ich meine, dass große Geldkrisen
die sie eventuell sogar über einen Euro auslösen oder so, wie die verlaufen, nicht als Ende des Kapitalismus, sondern da stellen sich Nationen in der allerwaldursprünglichsten Form wieder gegeneinander. Das ist die Verlaufsform. Und ziehen ihre Gläubis daheim heran dafür, dass sie die nationalen Gegensätze austragen. Da werden Nullen gestrichen im ganzen Weltkreditsystem. Das ist nur so scheppert. Und dann ist der bisher als wirklicher Reichtum anerkannte Aktienbesitz und alles, der ist mit einem Schlag weg, da, dort, überall, selbst bei den institutionellen Anlegern. Und dann geht's von vorn los auf niedrigere Stufen leider. Und ausbaden müssen es wieder mal ganz andere. Das ist so banal. Warum philosophierst du über das Ende eines Systems, das allen seinen Beteiligten, einer Klasse insbesondere, einfach seine Widersprüche immerzu aufherrscht und ausbaden lässt? Was soll denn das? Du musst in dein eigenes Referat bei der Suche nach dem Ende sogar das Dementi einbauen. So blöd bin ich nicht, sagst du, also sinngemäß. Dass ich dran glaube, dass der Marx mit dem Fall der Profitrate, der dann wirklich im Prinzip tendenziell immer vorhanden ist, da gibt es ja Gesetz, das hast du erläutert, nichts dagegen. Ja, dagegen die Erläuterung. Das dementierst du richtig hier öffentlich, dass er damit gemeint hat, es wäre dann Schluss. Verstehst du? Rosa Luxemburg-Bemerkung von vorhin. Ja, warum musst du das überhaupt dementieren? Weil du da erst einmal den Eindruck erwecken willst, du hast was gefunden, dass in dem System sein Ende angelegt wird. Und dein Grundrisszitat, dein Grundrisszitat von 595 ufert aus in die Bemerkung, so zeigt sich, dass das System des Tauschwerts auf Arbeit beruhen eine miserable Grundlage ist. Ja, so hört das Zitat auf. Und dann hört der Kapitalismus auf. Das ist alles schon geklärt, theoretisch. Also wenn es dann hier so wurscht und tätst, wenn es dann hier so dein Bedürfnis raushängen lassen tätst mit, du hättest den großen Wurf gemacht, du hättest die Unmöglichkeit der Fortführung dieses Ladens entdeckt. Dann würdest du dich mit der anderen Frage befassen, das ist jetzt mein Gegenvorschlag, richtig konstruktiv gemeint. Wie reagieren denn die Agenten dieser Produktionsweise, die wirklich in ihr was zu melden haben? Zumal sie eine gute Statistenmannschaft haben, also eine sehr, willige, ja, bereitwillige Statistenmannschaft haben. Wie reagieren die auf das, was du mit Kollaps erst andeutest und dann doch nie als Kollaps so einfach als Behauptung in die Welt setzen willst? Das ist doch das Offenkundige. Denk auch an meine Bemerkung, vielleicht ist die Ironie nie rausgekommen, ist auch, hier liegt bei der Bewältigung nationaler Nichtwachstums oder schlechten Wachstums, Konkurrenz international, liegt der Beschluss vor, es als Wirtschaftskrieg zu versuchen. Es ist ein zusammengesetztes Wort. Als Wirtschaftskrieg kannst du unterschreiben und gleichzeitig kannst daraus hören, die wissen, dass sie sich nur auf Kosten anderer ebenso strikter Nationen und Produktionsweisen durchsetzen können. Nur auf Kosten und gegen sie. Das ist die Bedeutung von Krieg, das drinsteht. Also, das nur bezieht sich auf, vorläufig wollen wir es mit Zugewinn an nationaler Macht und Geldmacht wirtschaftlich versuchen. Durch, ach Gott, du kannst sagen Vergröberung, kannst auch sagen Vollendung aller Techniken der kapitalistischen Reichtumsgewinnung bis zur Mikroelektronik. Aber dass das auch vorläufig ist, das kann ich dir verheißen. Und außerdem, du weißt genau, dass seitdem diese Ausnahme auf dem Weltmarkt weg ist, diese Russen, diese Seppel, seitdem ist die Anwendung von Gewalt immer öfters in Betracht gezogen worden. Und auch praktiziert worden. Du musst doch selbst bei deinem Goldargument merken, dass nicht das Gold aus dem Verkehr gezogen ist, der die große Erkenntnis ist, sondern wie und wodurch. Nämlich durch die wechselseitige Anerkennung der Staatsschuld zwischen den Nationen. Und die ist widerrufbar. Die ist erstens gefährdet durch das Benehmen unserer Märkte, also unserer Spekulanten. Und zweitens ist sie unter den Nationen immer wieder kündbar und aufzumischen. Da hast du doch eigentlich die künftige Verlaufsform von Krisen, wenn der Zustand eingetreten ist, dass wirklich die Gewinnung von Geldmacht in den Nationen kapitalistischer Produktionsweise, in den besseren zumal und so weiter,
Meine Frage ist, wie viel Reichtum ich aus dem Rest der Welt gewinne. Was ist denn das für ein neuer Zustand? Eigentlich wollte ich da die Vorgabe machen, dass das vielleicht die rationale Lösung für die Fragestellung ist, ja, wie machen denn die bloß weiter? Wie sollen die aus immer weniger Arbeit immer mehr Kapital verwerten? Ja, wie denn? Ja, so geht's. Das geht auch schnell außerökonomisch weiter. Verstanden überhaupt, was ich mache mit meiner Polemik? Macht es doch nicht so schwer. Ja, ich glaube, du magst das zu leicht. Aber es war das erste Mal in meinem Leben. Soll ich jetzt? Bitte, ich kann da noch kurz ein paar Fragen stellen. Warum kommst du denn immer, also damit da auch die das Moment des Verwerfens spürst, also bis jetzt habe ich ja nie, ich habe ja gesagt, was ich verwerfe, was ich ablehne, aber das Moment des Verwerfens, nochmal, es gibt Sachen, die sind bei Marx korrekt erklärt. Wenn du jetzt wirklich anfängst, vor dem Publikum hier, das interessiert an solchen Sachen, Gott sei Dank gibt es noch ein paar so Leute, ist, und sagst, es ist doch so, dass das alles hinter ihrem Rücken geschieht. Und ich so, wahrscheinlich bist dann hier bedient mit dem Witz. Dann sollen sie sich halt umdrehen und schon wissen sie es. Da merkst du, dass du ein Bild von Marx, sie kennen die Gesetze, die sie exekutieren, die Notwendigkeiten, gar nicht. Sie haben ein falsches Bewusstsein von den Notwendigkeiten. Und das haben sie aus den Zwängen, in die sie gestellt werden. Da hast du nämlich eine Andeutung drüber gemacht. Die werden in praktische Notwendigkeiten durch die Krise wie durch einen normalen Akkumulationsverlauf gestellt. Die Leute strecken sich nach der Decken. In einer Gesellschaft, in der alles und alles nur durch Geld geht. Schau alle erst einmal Geld zu verdienen. Da steht eine ganze Gewalt dahinter, eine Gewaltmaschinerie. Du kannst nicht zahlungslos einkaufen. Also auch wenn die Kreditkarten manchmal so hasen. Der Witz ist, dann sind sie darauf angewiesen. Sie folgen dem ein oder anderen privaten Strategien. Und das tun sie aber dann auch. Die haben einen Willen. Gott, Noma, die haben einen Willen. Aber die verfolgen da Sachen und du kannst durchaus versuchen, also du meine ich jetzt sogar Mann, also das ist nicht speziell du, man sollte es sogar unternehmen zu sagen, dass sie sich damit Gesetzen des Kapitals unterwerfen und soll ihnen zeigen, bis jetzt habt ihr es nicht gemerkt, aber jetzt wisst ihr es. Wenn man das gut kann, dann ist es vollkommen in Ordnung. Du machst es ganz anders, du sagst, ich will es nicht so gemeint haben. Erstens, es ist so. Zweitens will ich nicht gesagt haben, da gibt es irgendwo hinten drin an Dings. Warum muss denn das Dementi machen? Sag doch lieber die Vermittlung gleich auf. Die Konkurrenz ums Geld, um Arbeit und so weiter bis zum letzten Scheiß ist die Art, wie man praktische Zwänge befolgt. Die Erklärung dieser Zwänge, ihr Grund, ihr Gesetzmäßigkeit, das ist das, was du in dem Blauen liest. Aber dann stell doch die Vermittlung her zu jedem, der Marx nennt es Oberfläche, die Oberfläche der Konkurrenzbewegung und so weiter. Dann, er ist nicht mehr dazu gekommen, der ist zu früh gestorben, um die Oberfläche aufzuschreien. Lies unsere Zeitschrift, du merkst da in 10 Nummern, findest da 5 Teilartikel aus dem, was Marx als Oberfläche zu erläutern vorgehabt hat. Dann geh doch das mal durch, dann kommst du da endlich von der verrückten Frage ab, ob der Kapitalismus hier eines Tages an sich selber krepiert. Und dann muss sie an ihr immer, kaum hast sie ausgesprochen die Antwort, gleich an dem Ende abliefern, wie es das nicht meinst. Das halte ich für, macht dir das Leben nicht so schwer, Vorwurf. Und über andere Sachen soll heute noch diskutiert werden, also ich will jetzt nie alles durchgehen, auch mit deinem Fließband und so weiter, steht ja alles bei Marx. Das ist Teil der Arbeit und Kooperation. So lese ich jetzt Fließband lässig, obwohl es noch gar nicht vor sich gehabt hat. Die Mikroelektronik ist ein billiger Witz. Also, okay. Ich will jetzt kurz sagen, warum du dir es meiner Ansicht nach zu leicht machst. Denn was du jetzt mit dem Dementi gemeint hast, das war ja nicht das Dementi meiner eigenen Argumentation. Klar hast du es. Nein, sondern das war das Zurückweisen von Unterstellungen, wie sie gewöhnlich von Leuten, die nicht gut zuhören, kommen. Ne? Und insofern ist das überhaupt kein Dementi. Zum Zweiten, ich denke schon, dass man sich Gedanken darüber machen kann, das ist keine verrückte Fragestellung,
ob der Kapitalismus an sich selber krepiert. Das an sich selber krepieren, ich denke, dass das in der marxischen Theorie als Logik enthalten ist. Das heißt aber eben gerade nicht, dass das nun das Krepieren des Kapitalismus an sich selber irgendeine emanzipatorische Verlaufsform nimmt. Auf seine Weise hat es der Marx gesagt mit Formulierungen wie die Möglichkeit des gemeinsamen Untergangs der kämpfenden Klassen oder eben von einem bestimmten Entwicklungsgrad an stellt sich eben durch diese innere Schranke die Alternative Sozialismus oder Barbarei und so weiter. Ich habe bloß an der Sache lang gemacht. Ich habe gesagt, du kannst dann werden sie fuchtig, dann kommt ein neuer Tour des Despotismus auf, der braucht sie noch nicht einmal ans Wertgesetz zu halten. Das habe ich dir doch gerade erzählt. Aber, lieber Karl, wenn das aber der Fall ist, ja, wenn sich zum Beispiel eine, was weiß ich, eine Bandenherrschaft oder eine irgendeine Form von Diktatur, die sich nicht mehr ans Wertgesetz hält, ja, und das du da, dann als eine mögliche Verlaufsform nimmst, dann hast das aber auch nicht mehr mit der kapitalistischen Produktionsweise zu tun. Nicht? Und es gibt bereits Weltregionen. Ja, das sehen wir dann schon. Ich denke, wenn man sich die Entwicklung im Weltmaßstab heute anschaut, dann gibt es schon einige Beispiele dafür. Klar, der ganze Osten. Und um jetzt nochmal auf das krisentheoretische Argument zu kommen. Das Argument war eben, dass nicht der tendenzielle Fall der Profitrate aus den genannten Gründen diese absolute Grenze setzt, sondern die wird gesetzt dadurch, dass die Möglichkeit überhaupt zusätzlicher Wertschöpfung zunichte wird durch die innere durch die Produktivkraftentwicklung des Kapitals selber. Das ist doch der Fall der Profitrate. Ja, Nein. Und da komme ich jetzt gleich auf den Grund, warum es eben nicht eine bloße Verlaufsform ist, von der ich spreche. Da bist du auch nicht drauf eingegangen. Nämlich in dem Maße, wie die Möglichkeit absoluter zusätzlicher Wertschöpfung verschwindet, wird auch das Problem des tendenziellen Falls der Profitrate gegenstandslos. Es stellt sich dann das Problem, dass die, wie der Marx so schön sagt, auf dem Wert beruhende Produktionsweise an ihr selber nicht mehr weiterlaufen kann. Wie dann die Menschen darauf reagieren, ist eine ganz andere Frage. Und wenn es nicht vorher und unabhängig davon schon eine emanzipatorische Bewegung gibt, dann würde ich sagen, sieht die Sache ziemlich düster aus. Dann gibt es Verlaufsformen in der Tat auch wieder, aber dann jenseits dessen, was so manche Leute als die kapitalistische Zivilisation bezeichnen. Aber darüber will ich jetzt nicht reden, sondern über die Analyse dieser krisentheoretischen Fragestellung. Und was du da, worauf du nicht eingegangen bist, das war mein Einwand und das Argument, dass wir es auf der einen Seite in der Tat mit einer Reproduktionslogik des Kapitals zu tun haben, die verändert sich nicht, die hat der Marx im Wesentlichen beschrieben, und zum Zweiten, und auch das steht bei Marx, mit einem irreversiblen Prozess, und ein irreversibler Prozess ist keine Verlaufsform. Gelegentlich bei dir oder bei euch oder ich weiß nicht mehr bei wem, als Argument gelesen habe, nämlich es ginge immer wieder auf ein Neues, immer wieder von Neuem los oder es könne immer wieder von Neuem losgehen, weil ja da Kapital vernichtet wird in der Krise. Und dann geht es immer eben wieder von Neuem los. Ja. Genau das stimmt eben nicht. Denn wenn Kapital vernichtet wird, wird damit nicht der Produktivitätsstandard vernichtet. Das heißt, wenn im Krisenprozess Kapital kann auf mehrere Arten vernichtet werden, es kann schlicht entwertet werden, indem es also nicht mehr rentabel ist, dann stehen eben die Gebäude und Maschinen da und sind nicht mehr vernutzbar. Oder es kann entwertet werden dadurch, dass es moralisch verschleißt, dass es zwar noch intakt ist, aber eben nicht mehr dem Produktivitätsstandard genügt, schon eine neue Generation von Maschinenaggregaten und Automatisierungsaggregat und so weiter da ist. Oder es kann drittens vernichtet werden, buchstäblich, indem es eben zusammengebombt wird. Das ist ja das berühmte Argument, was ich auch von anderen immer wieder gehört habe, nämlich, und das will ich jetzt als Beispiel mal nehmen, nach dem Zweiten Weltkrieg, da war eben so viel zusammengebombt, dass es dann eben wieder auf ein Neues nach diesen ungeheuren Leiden und Opfern gehen konnte und da kam dann eben das Wirtschaftswunder raus, weil diese krude Art von Kapitalvernichtung stattgefunden hätte. Ist ein völlig idiotisches Argument, offen gestanden. Denn was hier das eigentliche Problem ausmacht, was die Krisen- und Stagnationsperiode der Zwischenkriegszeit eben auch hervorgebracht hat, das ist ein bestimmter, ich sage es nochmal, Produktivitäts- und Rentabilitätsstandard. Dieser Standard
wenn das Kapital, die Maschinen und Gebäude zusammengeschlagen werden, der ist inkorporiert im gesellschaftlichen Wissen, in den Köpfen des Gesamtarbeiters. Ja? Und würde das auf dieser Stufe dann auf ein neues gehen, dann wäre diese Grenze sehr schnell wieder erreicht. Im Übrigen hat tatsächlich Anfang der 50er Jahre die westdeutsche Industrie bereits wieder das Produktionsniveau der Vorkriegszeit erreicht gehabt. Also daraus ist überhaupt nicht diese neue Akkumulationsära gekommen, sondern woher ist sie gekommen? Aus dem, was ich vorhin als Teil dieses Schneeballsystems bezeichnet habe, diese Expansion in neue Industriezweige in Deutschland und in Europa kam nämlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, die große Expansion der sogenannten fordistischen Industrien. Die wurden da erst zur Massenproduktion da sind also, wenn man es jetzt mal in kruden Arbeitsplätzen ausdrückt, nach Untersuchungen des Münchner Soziologen Burkhard Lutz, 8 bis 10 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze, also zusätzliche Fähigkeit des Kapitals, Arbeitskraft einzusaugen, auf dem neuen Rentabilitäts- und Produktivitätsstandard. Das war die Basis des Wirtschaftswunders und nicht das Kaputtschlagen der Produktionsanlagen. Und wenn jetzt in der mikroelektronischen Revolution eine neue Qualität in diesem Produktivitätsstandard erreicht wird, die auf verschiedenen Ebenen erstens mal alle quer durch alle Industriezweige läuft und nicht nur Industriezweige, sondern überhaupt alle Reproduktionszweige, wenn in einer qualitativ neuen Dimension Arbeitskraft, siehe eben, wie gesagt, strukturelle Massenarbeitslosigkeit freigesetzt wird, dann heißt das eben, dass die Hoffnung, die im Übrigen alle möglichen Ideologen sich machen, vor uns die goldenen 90er Jahre, hieß es in so einem schönen Büchlein, Ende der 1987, glaube ich, ist das rausgekommen, wo man mit den Argumentationen der Lange-Wellen-Theorie gehofft hat, die Mikroelektronik wäre quasi aus sich heraus eben ähnlich wie vorher der fordistische Schub und vorher eben die erste Industrialisierung eben eine neue Ära der Akkumulation hervorbringen. Hat sie eben nicht Pfeifendeckel. Ja? Das ist eben das Problem, dass hier diese in diesem Verhältnis von Herausnahme von Arbeitskraft und Überkompensation durch Expansion der Märkte, die Rationalisierung erstmals schneller geworden ist, die Expansionsfähigkeit überflügelt hat. Und das ist das Problem. Ich verstehe ich dich wirklich nicht. Moment. Erstmals, wo hast du das her? Das ist doch das Gesetz des Falls der Profitrate. Erstmals, das beruht doch drauf, dass... Erstmals nicht in einem relativen, vorübergehenden Sinn, der natürlich früher auch schon da war und Krisen hervorgebracht hat, sondern in einem absoluten Sinn. Und das kann man auch durchaus mit der marxischen Krisentheorie begründen. Ich wollte jetzt aber abschließend noch auf was anderes hinaus, nämlich auf die Konsequenzen. Du tust so, als wäre das so eine Art Marotte von mir, nun unbedingt so eine absolute innere Schranke darstellen zu wollen. Und als hätte das für die Art und Weise, wie man den Kapitalismus bekämpft, überhaupt keine Auswirkungen. Ich denke, es hat sehr gravierende Auswirkungen und das ist eben gerade das, was so diesen wertkritischen Ansatz unterscheidet oder wo wir meinen, dass sich das unterscheidet. Nicht, weil wir klüger sind als die vorherigen Generationen, sondern weil wir eben an diesem historischen Punkt angelangt sind. Sich unterscheidet von der Art und Weise, wie der Arbeiterbewegungsmarxismus den Kampf geführt hat, denn auch in seinen revolutionären Bestandteilen hat er letztlich, das lässt sich ganz eindeutig zeigen, diesen Kampf innerhalb der kapitalistischen Vergesellschaftungskategorien geführt. Das heißt, auf dem Boden der Lohnarbeit. Und die Frage der Aufhebung der Lohnarbeit kam bestenfalls vor in der Vorstellung ihrer Verstaatlichung. Was wiederum, das wäre nochmal ein eigener Streitgegenstand, den ich jetzt nicht hochkochen will, aber eben in diesem Kontext nachholender Modernisierung in diesen Gesellschaften der sogenannten Sowjetökonomie oder eben der nationalen Befreiungsregimes und so weiter eine Rolle gespielt hat. Aber im Großen und Ganzen blieb dieser, ich würde eben sagen, dieser Kampf wertimmanent. Das heißt, wenn man sich die marxische, die berühmte Gegenüberstellung vor Augen führt, gerechter Lohn für ein gerechtes Tagewerk oder nieder mit der Lohnarbeit, dann wäre eben jetzt erstmals die Frage tatsächlich konkret zu stellen, nicht mehr als nur als Abstraktion dieser Parole konkret zu stellen, wie das denn aussehen soll und muss.
diese Aufhebung der Wertvergesellschaftung, der fetischistischen Wertform, dass die Menschen tatsächlich auf diesen Produktivitätsstandard, den jetzt das Kapital hervorgebracht hat, aufhören, sich zu vergesellschaften über den Fetischismus, die dingliche Eigenschaft des Werts, diese Fetischkonstitution, sondern stattdessen Institutionen direkter Vergesellschaftung, das heißt die Frage, die ist dann allerdings auch zu diskutieren und zu klären, wie die Wertabstraktion, der Warenfetischismus ersetzt werden kann durch Institutionen direkter Vergesellschaftung. Und das heißt auch gesellschaftlicher Selbstverständigung über den Einsatz dieser Produktionsmittel für vernünftige und Produktivkräfte, für vernünftige Zwecke, die nicht mehr an diesem blinden Roboter dieser Wertverwertung hängen. Und das ist eine Frage, die konnte sich die alte Arbeiterbewegung gar nicht stellen. Jetzt entschuldigst du noch, die Deppen. Gerade hast du gesagt, sie haben im Rahmen des Systems agiert und so weiter. Der Vorwurf, der hat auch damals auch schon zugetroffen. Da brauche ich doch nicht einen Computer dazu. Also, ich würde eben da nicht einfach sagen, die Deppen. Aber sehr schnell. Ich sehr elitär in der Frage unter Linken. Also, dann bist du aber auch etwas idealistisch, würde ich sagen. Denn wenn die Krise auch nicht sozusagen die Bedingung der Emanzipation ist, so ist es doch so, dass diese... Schon wieder ein Dementi. Wieder dein Typus des Dementis. Du willst was sagen und dementierst gleich. Ja, leider... Wenn auch nicht, wenn er konservativ sagt. Karl, wenn so krude Argumentationen kommen, wo alles zusammengebacken wird, jetzt nicht allein von dir, dann muss ich anfangen zu differenzieren. Dann muss ich anfangen zu differenzieren. Das erscheint dir dann als Dementi. Ich muss dementieren die krude Art und Weise, wie das wahrgenommen wird. Und ich sage also, die Krise ist nicht die Bedingung der Emanzipation. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Aber jetzt kommt der Aber. Ja, und jetzt kommt ein Aber. Immer wieder dasselbe. Ja, nämlich das Aber ist. Man muss sich halt auch mal die Geschichte der sozialen Bewegungen und der Arbeiterbewegung anschauen. Wie ist es denn gekommen? Das hat nicht damit miteinander zu tun. Doch, das hat insofern was damit zu tun. Worauf führst du es denn zurück, dass die, wie du sagst, solche Deppen waren, dass sie nicht in der Lage waren, die Frage der Aufhebung der Wertform zu stellen? Woher kam denn das? Wie geht denn die Aufhebung der Wertform? Jetzt muss ich trotzdem, du gestehst zu, dass wir uns halt jetzt weiter streiten. Ja. Du redest von Wertform. Ich glaube nicht, dass du etwas über die Wertform in all ihren von Marx durchgeführten Bestimmungen weißt, was ich nicht wüsste. Umgekehrt traue ich das auch zu. Bloß die Wertform, wie gibt es denn real? Das ist dasselbe Argument wie vorhin. Du sagst, ja, da kommen Leute und argumentieren krud und sagen, da wird entwertet. Vergisst aber prompt die Verlaufform von Entwertung, dass die sich lokalisiert, dass die sich personalisiert, dass das die Entwertung stattfindet. Die einen verlieren alles, die anderen behalten Abbruchteile davon. Die können auch wieder anfangen. Du kümmerst dich gar nicht um die Verlaufsform der Krise mit. Verlaufsform meine ich jetzt wirklich, wie sie an der Oberfläche, das ist die marxische methodische Bezeichnung, also in der wirklichen Konkurrenz stattfindet. Die Aufhebung der Wertform geht vom Standpunkt eines Proletariers, der noch seiner Sinn Quatschte beieinander hat, so dass er sagt, ich merke den Grund für all das, was mir widerfährt und was ich kaum noch aushalte. Das ist nämlich, dass alles mein Arbeiten, Kaufen, Sparen und Heiraten dem Gewinn von Geld und zwar dem von anderen Leuten in der Welt, das sind die Klassen, die kein Verahnung dazu, unterworfen ist, dass ich bloß etwas einer Sache hinterhernehme, weil ich denke, ich könnte über den Verdienst von Geld durch Arbeit dies und jenes, meine Gesundheit, mein Alter, mein sonst was, und jetzt kriegt er laufend die Quittung und kriegt laufend Dementi sein Leben lang, wenn er sich das Dementi zu Gemüt führt, analysiert, ob mithilfe vor allem von uns, oder selbsttätig ist mir so scheißegal, ich werde schon helfen dabei. Nur, wenn er das macht, dann bricht er so die Chimäre, die Wertform auflösen oder brechen. Mensch, die Wertform ist ein gesellschaftlicher Zusammenhang von lauter Zwängen. Ich sag dann noch, vielleicht schmeckt dir es, dann kannst du das in dein nächstes Opus auch noch nachschneiden. Ein Hegelsatz. Abstraktionen in der Wirklichkeit. Wahrmachen heißt Wirklichkeit zerstören. Ja. Na also, jetzt kennst du das ja, das Stückler. Und der Wert ist eine Abstraktion und das heißt, die Wirklichkeit, die dort zerstören wird, sind die Leute. Ja, na gut. Na bitte, das ist so banal, kannst du doch wohl noch mir folgen.
dann braucht doch nicht hier das Publikum rhetorisch und mich, wie kann man die Wertform auflösen? Die Wertform ist ein Zusammenhang von Kaufen, Kosten, ungesund leben und alles Mögliche. Ja, das ist das Konglomerat, das Reale der Wertform. Arbeit haben die nichts taugt, nichts bringt. Keine Arbeit haben, was noch weniger bringt. Das ist der Witz heute bei 6 Millionen. Das ist die Wertform, wie sie geht und steht. Ich weiß jetzt nicht, wem du das erzählen willst. Weil, ja, weil du immer von der Wertform redest. Weil das war ja nicht das Problem. Beziehungsweise du machst das schon wieder viel zu einfach. Ja, dann schau dir doch mal das an. Wie diese Wertform ist ja nicht einfach etwas, was man sozusagen unmittelbar, indem man nun die Leiden, die diese Wertform einem aufzwingt, und natürlich verschiedenen Leuten auch verschiedenerweise aufzwingt, indem er die einfach aufsummiert. Und wenn man die aufsummiert, dann weiß man, was man ohnehin weiß, dass man leidet, dass man Zumutungen ausgesetzt ist. Ja, und was weiter? Habe ich das gesagt? Ich habe gesagt, was weiter. Ich habe gesagt, da muss man sich ja mal fragen, wo das herkommt. Das war meine Fortsetzung. Stell mir nicht ungerechte Fragen. Wenn einer immer bloß sein Leid aufsummiert, wird er höchstens ein Gerechtigkeitsfanatiker oder wird er nicht revolutionär. Ja gut, aber warum gibt es dann? Es gibt eben nicht nur viele Gerechtigkeitsfanatiker, es gibt eben auch das Problem, dass diese berühmte, wunderbare Arbeiterklasse eben selber als, auf einer bestimmten Ebene muss man das so sagen, als bürgerliches Subjekt konstituiert ist. Ja, konstituiert das heißt, ja natürlich, ja, das da musst du dich mal fragen, was das heißt, was Konstitution. Das wie will ich eine, nicht fragen. Wie eine bestimmte Bewusstseins- und Handlungsform zum Beispiel ich auch. Schreib dich das Agieren. Ich schreibe mein Leben lang drüber, Bobby. Das kannst du das mir nicht vorwerfen. Du hast, nein, der hält es schon aus. Der ist dran gewöhnt. Ja. Ich sag dir mal, du hast am Anfang eine Einleitung gehalten. Ja, und hast davon gesprochen, dass, an die nationale Wochen. Ja, der Nationalismus, wieder ein Auftrieb erlebt und so weiter. Ich bin kein Intellektueller, manchmal bin ich auch feinsinnig. Der hat auch keinen Auftrieb erlebt. Denn das ist doch das, was wir vorfinden. Das ist doch, weil er von Konstitution spricht. So fangen sie alle an. Sie sind doch eingebunden als Teil eines nationalen Kollektivs. Ihr Leben, Arbeiten, Essen und Trinken hängt von ihrer Funktion in dem System ab. Wie sollen sie denn als Nicht-Nationalisten auf die Welt kommen, Leute? Das ist doch der Anfang, den man abschaffen will. Das ist doch nie so, vorher waren sie Kanner und jetzt sind sie welche. Ja, man hat doch gesehen, dass sie das Ganze mittlerweile noch viel positiver sich darauf beziehen und es eben immer weniger kritisieren. Ich finde, das kann man doch feststellen, das kann, oder? Man kann feststellen, dass sie furchtbarer Schluss aus dem, was ihnen per Krise und per internationale Konkurrenz auferlegt wird, furchtbarer Schluss draus ziehen. Ja, aber woher kommen denn diese Schlüsse? Und das hat was zu tun, damit, dass es eben nicht so einfach ist, die Wertform aufzuheben, indem man einfach sagt, das ist das Kapital, dieses Kapital, das treibt es immer und überall und mit uns. Und das Problem ist doch, diese, ja, ich sage es jetzt provokativ für dich jetzt in diesen Terms von Wertkritik, diese Subjektkonstitution aufzuheben. Was aber in den Köpfen drin ist, durch das Dasein zum Beispiel, sage ich jetzt nochmal provokativ, was anderes, als Charaktermaske des variablen Kapitals. Das sind sie nun mal. Ja. So fangen alle an. Okay, also wenigstens das streitest nicht ab. In dem System kannst du da gar nichts anderes erwarten. Also, was sollen sie denn anfangen? Gut. Du oder ich? Gut, aber daraus ergibt sich in dieser Krise und vor allem, wenn es eben eine weitergehende Krise, eine historische Schranke ist, in dem Sinn, wie ich es versucht habe darzustellen, durchaus andere Reaktionsformen, die sogar nahe liegen, die aus dieser Konstitution als Charaktermaske des variablen Kapitals vollständig nahe liegen, nämlich nicht die schwierige Frage sich zu stellen, wie diese nun verrückt spielende Wertform aufzuheben ist, sondern als Konkurrenzsubjekt sich behaupten zu wollen. Und das heißt aber erstmal natürlich die Frage der Aufhebung der Konkurrenz innerhalb der Lohnarbeiter, die nun ja partiell wenigstens in Form zum Beispiel der Gewerkschaften in diesem historischen Aufstiegsprozess
dieses warenproduzierenden Systems eine gewisse Binnenrationalität hatte. Denn in dem Maße, wie das im Aufstieg begriffen war, wie die Expansionsfähigkeit noch da war, ja, war ja auch, konnte auch partiell dieser Lohnkampf, der Kampf um Arbeitsbedingungen, auch der Kampf um die Herstellung bürgerlicher Rechtssubjektivität für diese Lohnarbeit, die ja ursprünglich gar nicht da war. Das waren ja unterständische Massen. Herr Walbo, der Hauptgedanke von 80 Jahren Arbeitsbewegung. All das hatte eine gewisse Binnenrationalität. Man konnte sozusagen damit leben, man konnte damit Erfolge erzielen. Ja. Und wie? Relative, ja, Binnenerfolge. Ja, zwei Weltkriege konnten wir damit leben. Ja, also das ist jetzt leichtsinnig. Das war sozusagen die Geschäftsgrundlage der Existenz von Gewerkschaften. Robby, das streite ich dann hier ab. Ja, gerade ein letzter Und jetzt mal weiter. Was passiert jetzt? Das ist eben auch was auf einen qualitativ veränderten Zustand verweist. Dass nämlich diese partielle Aufhebung der Konkurrenz innerhalb der Lohnarbeit aufgekündigt wird, und zwar unter dem Druck der Krise. Dass also verschiedene Partikularsubjekte entstehen, die sich zum Beispiel durch Ausgrenzung von Kernarbeiter gegen Randgruppenbelegschaften, von Deutschen gegen Ausländischen, von Hetze gegen Sozialhilfeempfänger. Du kannst ein ganzes Spektrum aufmachen, was nahe liegt aus diesem Dasein als Charaktermaske des variablen Kapitals. Ja. Jetzt, okay, und jetzt ist aber die Frage, wie du dich darauf beziehst als Kritiker des Ganzen und ob du im Unterschied und wie du im Unterschied zu diesem historischen Arbeiterbewegungsmarxismus und dieser Gewerkschaftsbewegung, die jetzt also ja ihre Paralyse nun vollständig eingestehen muss, die ja selber mittlerweile mitmacht bei diesen Ausgrenzungsdebatten, schon längst mitmacht, wie du diese Frage, die über den bisherigen Lohnkampf hinausgeht und die Vorstellung, die Lohnarbeit zu verstaatlichen in Form eines sogenannten Arbeiterstaats, das und wie du das so, dass die Leute nicht nur Bahnhof verstehen und dass es nicht einfach darauf hinausläuft, schaut euch an, wer das ist, wer euch das alles antut. Ja, wer ist es denn? Nicht? Nochmal, also, das sind schon welche. Das gibt Subjekte, die ihnen das antun. So ist ja auch nicht. Aber das nützt eben herzlich wenig. Das war die Logik der bürgerlichen Revolution, eben die selber nur des Jakobinismus, die Leute einen Kopf kürzer zu machen oder einzusperren. Das nützt dir aber in Bezug auf die fetischistische Konstitution überhaupt gar nichts. Ja? Und auch das Enteignen in dem rein formal juristischen Sinn nützt auch gar nichts. Also wie zum Beispiel in der DDR die Fabrikanten ihre Enteignungsurkunde gekriegt haben, nur damit hinterher eben ein staatlich moderiertes warenproduzierendes System mit all den Formingredienzen wie eben Trennung von Produzenten und Konsumenten als logische Grundlage betriebswirtschaftlicher Rationalität und so weiter und so fort. Sogar der Profit, der Gewinn der Betriebe wurde ja noch staatlich geplant. Also eine vollkommene Absurdität, aber eben historisch erklärbar. Und das Problem ist eben, was... Ich glaube, du machst jetzt mit erklärbar verstehbar. Und das ist ein Unterschied. Ja, gut. Ja, den Unterschied sehe ich jetzt nicht so, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, war das Problem, was schlägst du denn vor? Was ich noch weiß, von der alten MG-Agitation war, die Steigerung, so quasi syndikalistische Steigerung des Rufs, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Oder, ach, ist das Allerneueste. Wie hieß die, diese Aufkleber, die überall waren, also... ich weiß jetzt nicht mal, ob die von euch waren, das ist ja völlig wurscht, aber ich meine, ja, die Logik, drauf an, die ja. Logik, ja, die hieß also, die Leute brauchen keine Arbeit, sondern Geld. Ne? Ja, das ist erst einmal der systemimmanente Witz. Ja, aber das ist der systemimmanente Witz, aber natürlich wissen diese ganzen Charaktermasken des variablen Kapitals sehr wohl, da sind sie nämlich völlig reflektiert, ja, das ist natürlich eine paradoxe Intervention ist, ja, ihnen die Systemaufhebung in den Kategorien des Systems selber vorzuschlagen. Nein, in na, denen nicht. Sondern durch das Begreifen der Kategorien des Systems, denen sie ausgeliefert sind. Und die Kategorien sind für sie keine Studienobjekte so, in einem Buch, jetzt sondern es gehe ich ihre, einfach mal ihre Erfahrungen. Karl und Bobby, jetzt gehe ich einfach mal dazwischen. Okay. Ich denke, es ist ein bisschen Zeit nach gut zwei Stunden, dass wir so ein bisschen die Debatte eröffnen.
Also ich finde, aber vorher könnten die noch Kunden, wenn hier nicht, wenn man Urteile fällt, weil sonst geht das ohne Ende, sonst geht das ohne Ende weiter. Wir könnten dann aber vorher noch eine kleine Pause machen. Das können wir gerne machen, wenn gewünscht wird. Da habe ich dann will ich aber noch ein Recht haben. Ich will auf was hinweisen. Es ist etwas anderes, sich über Krisen- und Zusammenbruchsfragen, die auf dem Thema sind, Krise heute und ihre Bewältigung, ja, sich zu streiten oder damit zu verwursteln, das ist mein zweiter Vorwurf, Bobby, Fragen der Bereitschaft, der Eignung, des Willens der Arbeiter durch zwei Jahrhunderte die Revolution zu machen, damit zu verwursteln, das halte ich für nicht statthaft. Das sind zwei Paar Stiefel. Das falsche Bewusstsein der Arbeiter, ihre Fehler, solange sie noch eine Bewegung waren, wo er gesagt hat, solange sie wenigstens noch koaliert haben und auf ihr Recht gepocht haben. Wobei aufs Recht pochen immanent ist. Ja, alles, das unterschreibe ich frei, gell? Nicht, dass wir uns da täuschen. Ja, ich war schon. Ja? Das ist nicht mein Problem. Aber das zu verwursteln, das ist nicht statthaft. Das ist auch nicht ehrlich in Bezug auf die vorigen Auseinandersetzungen bezüglich, wie geht Krise, was ist neu dran? Karl, jetzt haben wir es aber zum dritten Mal, den Fall ich gehört, und lass uns eine kleine Pause. Hören, ja, klar, so. Nein, das ist ja auch in Ordnung. Wenn wir vielleicht in der Diskussion auch wieder finden, vielleicht jetzt eine kleine Pause. Soll ich wieder die Arbeiter verdammt, Krisendiskussion zu führen? Mal Schluss jetzt. Und lass uns eine kleine Pause machen und mal eine Diskussion eröffnen, weil es gibt ein paar Sachen, denke mir, die andere Leute und vielleicht ich auch hier anmerken möchte. Mach doch. Also wie lang? 10 Minuten, oder? 10 Minuten lüften, oder? Okay. 10 Minuten, Viertelstunde, denke ich ja. Ja, das ist mein Vorwurf. Du kannst jetzt hier mitten in deine Arbeiterbeschreibung einsteigen. Ein bisschen aneinander vorbei. Jetzt bleib bei Krise. Und dass ich falsch verschließe aus der Krise. Ist es denn wirklich so, dass es keinen gibt, der sich an der Diskussion beteiligen möchte und eine Frage stellen möchte? Und jammern die Leute nicht so an, oder sie auch. Ich hätte das jetzt gerne noch mal ein bisschen auseinander dividiert, und zwar einmal die Diskussion darüber, was nach einem Zusammenbruch des Kapitalismus irgendwie möglich ist oder so, das heißt, inwieweit Subjekte daran beteiligt sein müssen, an der Auflösung der bestehenden Zustände und der reinen Analyse, ob der Kapitalismus zusammenbricht. Und da interessiert mich eigentlich weniger die These, ob jetzt irgendwie der Kapitalismus nur überwunden werden kann durch, nennen wir es mal, Aufklärung, also durch Aufklärung von einzelnen Subjekten, oder ob der wirklich einen Mechanismus in sich birgt, der dann zum Zusammenbruch führt, sondern mich würde jetzt mal wirklich interessieren, gibt es, also wie kann man diese Frage überhaupt klären, ob die Krise jetzt eine besondere Krise ist oder irgendwie nur eine Krise innerhalb einer ganzen Bewegung, die letztendlich infinitesimal ist, also immer weitergeht halt. Die Grünen, die sie anderen mitteilen, damit sie zur Sache stehen und auch den Arbeiterkampf oder sowas mit befördern, dann ist es nicht ein Bloß, sondern dann ist es das Mittel, der Weg, Leute zu sammeln, die sich gegen das Zeug auflehnen, wo es immer geht. Es ist kein Bloß. Und vor allen Dingen kann man das bloß nicht zu einer welthistorischen Chance, Begebenheit und so weiter ins Verhältnis setzen. Das ist inkommensurabel, das ist nie aneinander zu vergleichen. Miteinander in Verbindung zu bringen, noch nicht mal. Also überlegt mal, ob so ein Hinweis was nützt.
Also ich wollte jetzt einfach nur mal kurz nachfragen, was du jetzt eigentlich gewollt hast. Wolltest du jetzt drüber reden, über das Problem, ob jetzt eine tatsächlich eine absolute historische Schranke erreicht ist oder ob es eben sozusagen auf ein neues, vielleicht nach einem Entwertungskrach, eine neue Akkumulationsära des Kapitals wie gehabt entstehen kann. Ich wollte eigentlich nur ganz restringiert auf die eure beiden Positionen nochmal haben. Welche Gründe sprechen dafür, dass diese Krise eine entscheidende Krise des Kapitalismus ist? Und welche Argumente sprechen dafür, dass das eine ganz normale Krise in einer ganz normalen Verlaufsform des Kapitalismus ist? Ich wollte das eben diese Fragestellung, was danach kommt, die wollte ich genau davon abkoppeln. Das war eigentlich meine Intention. Ich wollte das nicht verbinden oder so. Sondern man könnte ja immerhin behaupten, es hat einen Sinn zu fragen, das wäre eine andere Fragestellung, die ich aber nicht beantwortet haben möchte, muss erst eine Krise vorliegen, damit das System überwunden werden kann. Also muss eine immanente Krise vorliegen oder muss das nicht so sein halt so. Aber was mich interessiert ist wirklich, welche Argumente sprechen dafür, dass das jetzt eine spezielle Krise ist, eine bestimmte Krise, die den Kapitalismus zerstören kann, oder ist das einfach eine Krise, die mit den ganz normalen Mitteln, die der Kapitalismus schon zur Verfügung hat, wieder bewältigt werden kann halt. Das war meine Frage. Also, ich habe ja, es ist vielleicht ein bisschen untergegangen, in dem Hin und Her versucht, einige Argumente zu bringen, warum es eine absolute historische Schranke ist, die sich da auftut. Was natürlich nicht heißt, zum Beispiel, dass irgendein Finanzmarktzusammenbruch, der kann auch partikular sein, wir haben schon etliche, nicht? Wir haben den Zusammenbruch von Mexiko mittlerweile schon zweimal gehabt, Anfang der 80er und 1994 auf der Finanzmarktebene. Wir haben jetzt einen Crash der südostasiatischen Finanzmärkte. Also ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass es irgendwann, vielleicht noch vor dem Jahr 2000 oder danach, nicht, irgendein Big Bang der Finanzmärkte gibt und dann ist alles aus. Sondern das Argument war ja auf einer anderen Ebene angesiedelt, nämlich, dass wir, um es mal so zu sagen, in eine Epoche eingetreten sind, wenn man mit Epochen des Kapitalismus grob die verschiedenen Stufen von industrieller Revolution nimmt. Ja? Also erste, zweite, dritte industrielle Revolution, die natürlich auch ungleichzeitig nicht völlig gleichmäßig verlaufen, aber eben, und das war das Argument, ein was Irreversibles transportieren. Dahinter gibt es keinen Zurück mehr. Und das Argument war, dass die dritte jetzige mikroelektronische Revolution eine Potenz in sich birgt, die die Rationalisierung und Automatisierung, also das Herausnehmen von Arbeitskraft, von lebendiger Arbeit aus dem Produktionsprozess und ihre Ersetzung durch wissenschaftlich-technische Agenzien, das was ja der Marx schon im letzten Jahrhundert als Logik aufgemacht hat, ja, die diesen bisherigen relativen historischen Kompensationsmechanismus, nämlich dass zwar pro Produkt weniger Arbeit für ein Produkt nötig ist, dass insofern Arbeit überflüssig wird, dass aber dadurch, dass mit dieser gesteigerten Produktivität sehr viel mehr Produkte sehr viel billiger hergestellt werden können, dieser Verwohlfeilerungsprozess, dadurch eine Überkompensation entsteht, dass sogar absolut gesehen mehr Arbeitskraft als vorher eingesaugt wird. Dass das aber eine Art Schneeballsystem ist. Und dass dieses Schneeballsystem jetzt, das ist der basale Prozess, durch die mikroelektronische Revolution deswegen zum Stillstand kommt, weil jetzt die Rationalisierungspotenz schneller läuft als die Expansionsfähigkeit des Kapitals. Das war das Argument. Und natürlich hat es dann Verlaufsformen, das ist klar. Eine Verlaufsform ist, dass sich diese Qualität der dritten mikroelektronischen Revolution verschränkt mit dem Problem der Ausdehnung der Staatstätigkeit. Aus auch den genannten Gründen, je mehr Marktwirtschaft, desto mehr Staatstätigkeit. Das aber gesellschaftlicher Konsum ist und dieses Missverhältnis, das Problem, dass der kapitalistisch gesehen unproduktive gesellschaftliche Konsum ansteigt, nur so lange ausgehalten werden konnte, wie auch die
produktive Expansionsbewegung des Kapitals noch anhielt, dass da jetzt sich eine Schere auftut. Ja? Das war das zweite Argument. Und das dritte war, dass dieser Prozess gleichzeitig seine Verlaufsform nimmt, sich verschärft und gleichzeitig hinausgeschoben wird durch die Generierung von fiktivem Kapital, was wiederum gewisse Vorbedingungen hat. Eine Vorbedingung ist die Entsubstantialisierung des Geldes, dieses Abkoppeln vom Gold. Die zweite Bedingung ist eben die schrankenlose Expansion des Staatskredits als eine Form des fiktiven Kapitals. Und die dritte, was wir jetzt schon Verlaufsform nennen muss, das ist die das Abheben eines spekulativen Überbaus. Wenn man von normalen Krisen, in Anführungsstrichen, so viel gibt es da nicht. Manche Krisentheoretiker, die tun so, als hätte das Kapital schon 1000 Krisen hinter sich und würde schon 1000 Jahre existieren. Es ist ja ein ungeheuer dynamisierter, historisch gesehen relativ kurzer Prozess, und in dem hat es eine Handvoll Krisen nennenswerter Art, die mehr als bloße Konjunkturschwankungen waren, gegeben. Und jedes Mal war ein Moment dieser Krise das, was der Marx als Überakkumulation beschreibt. Das heißt, dass eben eine neue Stufe von Expansionsfähigkeit noch nicht erreicht ist. Zurückfließende Gewinne aus realer kapitalistischer Produktion, also aus kapitalproduktiver Produktion, nicht mehr ausreichend reinvestiert werden können, in den Finanzüberbau drängen, denn das ist ja heißes, das Geld ist heiß, es muss sich weiterverwerten, nicht? Und verwertet sich dann im Prozess der Spekulation fiktiv weiter. Jedes Mal, wenn sowas passiert ist, in der Gründerzeitkrise, als die Eisenbahnspekulation krachte, in der Krise, als der spekulative Prozess von Mitte der 20er Jahre bis Ende der 20er Jahre zu Ende gegangen ist. Jedes Mal hat es nach relativ kurzer Zeit gekracht. Ja? Und unter den Bedingungen der Entkopplung vom Gold, der Transnationalisierung von Finanzmärkten, die jetzt nicht mehr unter der Hoheit von nationalstaatlichen Geldkontrollinstitutionen stehen. Die Notenbanken haben überhaupt keine Kontrolle mehr, vor allem nicht mal über ihr eigenes Geld. Nicht? Das habe ich vorhin nicht weiter ausführen können, weil nämlich das ist das Problem der sogenannten Euro-Geldmärkte, dass nämlich zum Beispiel in D-Mark Kredite produziert werden, außerhalb des Hoheits, des Zugriffsgebiets der Deutschen Bundesbank. Das heißt, außerhalb der, früher war das also so, dass wenn zum Beispiel irgendein Geschäft getätigt worden ist und jemand hat Dollars eingenommen außerhalb der USA, dann wurden die prompt wieder umgetauscht in die nationale Währung, und es ging dann eben als Devisenreserve der eigenen Notenbank oder es floss zurück in das jeweilige Währungsgebiet. Und jetzt haben sie zur Verselbstständigung dieser transnationalen Finanzmärkte gehört eben, dass in den verschiedensten wichtigen Währungen ein Finanzüberbau entstanden ist außerhalb des jeweiligen nationalen Währungsgebiets, also die sogenannten Eurobanken, das Eurobankensystem. Es ist aber nur ein Aspekt von dem Ganzen. Jedenfalls, das Grundproblem ist, dass sich über dieses Abheben, eben weil die Krise so tief geht auf der produktiven Ebene, in der produktiven Basis, dieses Abheben dieses spekulativen Überbaus, des Kreditüberbaus, also Ausmaße angenommen hat und vor allem eine Zeitdauer angenommen hat, wie nie zuvor in der kapitalistischen Geschichte. Und ein weiterer Aspekt dabei ist eben, wie gesagt, dass die Nationalstaaten die Kontrolle über dieses Geld verloren haben, und das wiederum bedeutet, weil sie ja andererseits abhängig sind, ja, von der Kreditzufuhr, ne, die hängen da am Tropf aus den genannten Gründen, sie damit auch sich einem Finanzüberbau gegenübersehen, dem gegenüber sie nicht mehr als die Souveräne auftreten können, sondern wo sie quasi als die Bittsteller auftreten müssen. Und das ist eben genau das Feilschen drum, das Kämpfen drum, dass man selber noch bei diesen entkoppelten Finanzmärkten kreditwürdig ist, weil man das braucht, weil man sonst einpacken kann, als selbst die mächtigsten Nationalstaaten wie die USA. Und das sind für mich alles, zum Teil ist es eben eine theoretische Argumentation auf der Ebene des Kapitals im Allgemeinen, also auf Marx aufbauen, zum Teil ist es aber nicht willkürlich mal hier und da irgendein Detail einfügen, sondern die Indizien auf der Ebene der Weltmarktbewegung, ja, der Oberflächenbewegung, die damit erklärt werden können. Und das ist für mich damit ist erstmal theoretisch und analytisch dieses Problem festgestellt,
Und was das jetzt zu tun hat mit Emanzipation, wie man sich darauf beziehen soll, wie die Menschen darauf reagieren, wie die Konkurrenz sich mit anderen Mitteln fortgesetzt wird und so weiter. Das ist in der Tat eine andere Ebene, ein anderes Thema, das stimmt. Ich habe noch mal eine Frage dazu. Also wenn du sagst, dass das eine endgültige Krise ist, dann müsste das ja heißen, dass dann irgendwann der große Crash passiert und dass dann alles zusammenbricht. Also nicht nur diese Finanzebene, sondern auch der Rest von Mehrwertproduktion, der noch vorhanden ist. Warum sollte der denn auch zusammenbrechen? Also es könnte ja auch sein, das würde wahrscheinlich der Karl Held sagen, dass es dann weitergeht. Also dass das bisschen Mehrwertproduktion, was da ist, weitermacht und wieder neu aufbaut, sich aufbaut. Also es gibt keinen Rest von Mehrwertproduktion. Es gibt entweder Mehrwertproduktion oder keine, weil die Kategorie des Mehrwerts ist eine gesamtkapitalistische, gesamtgesellschaftliche und es darf nicht verwechselt werden mit betriebswirtschaftlicher Rationalität und betriebswirtschaftlichem Vorgehen. Also dass zum Beispiel irgendein Unternehmen betriebswirtschaftlichen Gewinn macht, sagt überhaupt nichts aus über die Situation der gesamtgesellschaftlichen Reproduktion des Kapitals. Entschuldigung, ja? Deshalb habe ich ja jetzt, Rest gesagt, weil du vorhin das so dargestellt hast, als wenn große Teile der Mehrwertproduktion eben das nicht mehr sind, sondern halt eigentlich staatlich gefördert, also im Endeffekt wieder Staatskonsum, also nicht mehr Mehrwert in dem Sinne schaffen. Also das hast du selber so dargestellt, deshalb habe ich das so gesagt. Das Problem ist halt erstens mal, dass der Mehrwert nicht mehr nationalökonomisch erzeugt wird, oder wenn er das, soweit er das überhaupt je der Fall war, sondern über die Weltmarktvermittlung in einem anderen Ausmaß, als das meinetwegen im 19. Jahrhundert der Fall war, als sich die modernen Nationalökonomien konstituiert haben. Und das kann man also beispielsweise, um nur ein paar Beispiele zu bringen, wie das aussehen kann. Es kann zum Beispiel sein, dass selbst Großunternehmen eigentlich auf ihrer produktiven Basis, das heißt das Zeug, was sie herstellen und verscherbeln, eigentlich schon gar nicht mehr rentabel arbeiten, eigentlich schon bankrottieren müssten, dass sie aber unter diesen Bedingungen, wie sie momentan existieren, möglicherweise eine clevere Finanzabteilung haben, die also bei dieser Finanzmarktzockerei einfach ein gutes Händchen hat und das Unternehmen in die schwarzen Zahlen zockt. Ne? Das passiert, das gibt's. Nur deswegen kann es ja auch sein, dass über Nacht angeblich scheinbar gesunde, selbst Großunternehmen plötzlich von der Bildfläche verschwinden oder bankrott anmelden müssen. Zum anderen, jetzt von der Ebene des Staatskredits her, wenn momentan gesagt wird, Lean Production sozusagen, auch beim Staat, schlanker Staat, nicht, ist natürlich gewissermaßen eine Notmaßnahme, der Versuch, den ausufernden Staatskredit, die Abhängigkeit von diesen Finanzmärkten und das Problem, dass sich die Schere, die sich da auftut, irgendwie einzudämmen. Nur, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass dieser gesamte Staatskredit, der wird dann nicht einfach verbrannt, das Geld, sondern der generiert ja wieder Nachfrage. Nicht? Also alles, was der Staat einkauft, auch womit er seine Staatsbediensteten, mittlerweile ist er ja in fast allen Ländern der berühmte größte Arbeitgeber, bezahlt und was die wiederum nachfragen, das geht ja alles in die kapitalistische Reproduktion ein. Nicht? Und das ist übrigens ein großer Unterschied zum Staatskredit im meinetwegen 18. oder frühen 19. Jahrhundert, als nämlich, wenn der Staat bankrottiert hat, hat es für die Mehrzahl der Bevölkerung eigentlich gar nichts bedeutet. Weil der Staatskredit war eh nur etwas, was indirekt natürlich auf ihre Knochen gegangen ist, aber sie waren nicht direkt in dem, was sie gemacht haben, Landwirtschaft zum Beispiel oder Handwerk oder sonst was, nicht direkt darauf angewiesen, auf die direkte und indirekte Staatsnachfrage. Und im Lauf des 20. Jahrhunderts, im Prozess dieser Expansion der Staatstätigkeit, auch dieses gesellschaftlichen Konsums, der Staatsnachfrage, der Expansion auch der Staatsausdehnung der Staatsbediensteten, also einfach als soziale Gruppe auch, hat sich das grundlegend geändert. Das heißt, am Staatskredit hängt jetzt
und an den Staatstätigkeiten überhaupt. Das ist ja nicht, natürlich nicht nur der Kredit, sonst wäre es ja schon längst zur Hölle gefahren, sondern natürlich auch noch reelle Einnahmen über Steuern und so weiter. Aber an diesem Staatskredit und an der Staatstätigkeit hängt jetzt ein großer Teil der direkt und indirekt der gesellschaftlichen Reproduktion. Das heißt, schlanker Staat heißt auf der einen Seite, indem man die Staatstätigkeit zurückfährt, den Staatsapparat abbaut und so weiter, den Staatskredit einschränkt. Auf der einen Seite, was auf der einen Seite damit gut gemacht wird, gut jetzt im systemimmanenten Sinne, wird auf der anderen Seite wieder eingerissen sozusagen. Also man kommt damit aus dem Dilemma, aus dem Widerspruch nicht heraus. Und natürlich nimmt es eine Verlaufsform. Ich habe nicht gesagt, dass es keine Verlaufsform nimmt, nur, dass es keine Verlaufsform der Gestalt nimmt, dass jetzt meinetwegen Entwertungskräche oder sonst wie diese aufgeblähte Blase von Kredit- und Spekulationsgeld sich entwertet und danach würde es wie gewohnt auf alte Weise weitergehen. Da habe ich argumentiert, was und warum das nicht der Fall ist. Aber dass das alles Verlaufsformen sind, ist eh klar. Nur sind es dann irgendwann halt keine Verlaufsformen mehr, die man noch guten Gewissens als kapitalistische Reproduktion bezeichnen kann. Das und warum das so nicht weitergehen kann, kann ich nicht so sehr sehen, dass du dafür argumentiert hast. Du hast immer versucht, das auszumalen, dass von all dem, was man so kennt, heutzutage alles fürchterlich viel mehr und deswegen eigentlich schon gar nicht mehr möglich ist. Also wenn wir mal dein Beispiel nehmen von diesen Industrieunternehmen, was eigentlich nur noch von der Zockerei ihrer Finanzabteilung lebt, soll es jetzt dafür stehen, so geht heutzutage Kapitalismus? Teilweise ja. Wieder dem Mandy, so bei dir. Wenn so heutzutage Kapitalismus gehen soll, ist es doch völlig absurd. Dann sagst du, es findet keine Produktion mehr statt, es findet keine Ausbeutung mehr statt, es wird kein Reichtum mehr produziert. Das, was zustande kommt, sind alles Luftblasen. Soll das die Erklärung sein, wie es heutzutage funktioniert im Kapitalismus? Du hast vorhin anscheinend nicht zugehört, da hat er nämlich was Richtiges gesagt, dass es nicht um den stofflichen Reichtum geht, sondern um Geld. Ja? Und ich streite überhaupt nicht ab, dass riesige Massen von stofflichem Reichtum zum Teil in der verrücktesten Form produziert werden. Die Frage ist nur, wie viel Wert eben diese fetischistische Substanz, wie viel Wert damit noch generiert wird. Ja? Das ist das Problem. Das sind übrigens auch all die Leute, die sich einbilden, weil die stoffliche Produktivität so stark gestiegen ist. Deswegen könnte man jetzt zum Dienstleistungskapitalismus übergehen. Die machen genau diesen Fehler, dass sie von der stofflichen auf die Wertebene hin und her springen. Denn natürlich ist es so, dass die stoffliche, technische Produktivität des Industriesystems so groß ist, dass man locker, nicht? Vor allem wenn man den ganzen Schrott und den Idiotismus der Wertvermittlung selber aufhebt, dass man locker riesige Mengen Zeit hätte, wo alles Notwendige hergestellt wird und weit darüber hinaus riesige Mengen Zeit hätte, disponible Zeit, nicht? Wie der Marx so schön sagt, um alle möglichen anderen Dinge zu machen, die jetzt unter kapitalistischen Bedingungen als sogenannte Dienstleistungen erscheinen. Aber die andere Frage ist eben, ob das auf der Wertebene genauso ausschaut. Nicht? Ich muss auch noch mal was sagen. Bin ich dran? Betriebswirtschaftlich, vielleicht schon beim einfachen Zahlungsmittel, geht die Sache mit dem Kredit los. Kredit in seiner Ursprungsfassung, jetzt rede ich mal anders wie ein Schulungsleiter, der alles im Kopf hat. Das muss man vielleicht manchmal machen. Kredit, Zahlungsmittel. Es wird eine momentan, das ist zeitlich oder lokal, nicht vorhandene Zahlungsfähigkeit ersetzt durch einen Schuldzettel. Aktien, jetzt mache ich einen Sprung. Die Zwischenstufen kann ich alle ganz schnell hersagen. Aber die muss ich langsam hersagen, damit man mithören kann. Weil ich Erklärungen will und nicht Beispiele. Aktie. Ein Unternehmen braucht mehr Kapital, als es selber in der Kontinuität seines Geschäftswesens erwirtschaftet. Es braucht das Kapital für die Konkurrenz. Und es nimmt gesellschaftliches Interesse an, ich will Geld zu mehr Geld machen.
anlege. Das ist rechtlich verbrieft in diesem System. Geld gebiert Geld. Das ist rechtlich im zinstragenden Kapital, im Aktienkapital und überall verbrieft. Nimmt es in Anspruch und der Mann kriegt einen Zettel und damit soll er jetzt spekulieren und soll auf die Kursentwicklung achten. Also er soll nie bloß auf die Dividende achten. Die Dividende ist wirklich inzwischen zu vernachlässigen, ist vorhin dein eigenes Argument gewesen. Weil die Kursentwicklung ist die eigentliche Geldvermehrung dessen, was man mal mit 100.000 Mark oder einer Million oder die institutionellen Anleger mit Millionen und Milliarden vollziehen. Überall da ist der Kredit nicht von Haus aus, wie du immer argumentierst, die Falle für alles andere, sondern das Instrument, dass er darüber ermächtigt wird und das Gedeihen eines Konzerns, in dem wirklich leibhaftige Waren hergestellt werden. Waren sind entweder Autos oder Strümpfe, die Geld bringen sollen durch ihre Realisierung, durch ihren Verkauf. Ja? Ich habe kein Problem, auf den Gebrauchswert zurückzufallen. Aber dafür wird produziert und dafür wird die Arbeit rentabel gemacht. Überall, in allen Fällen, wo Kredit im Spiel ist. Der letzte, über den du noch geredet hast, jetzt gerade wieder, der Staatskredit. Der hat immer den Zweck, dass er sich erstens als Geld, zweitens als gewinnbringendes Geld bewährt. Die Falle, wenn schon von sowas die Rede ist, wenn schon von Widerspruch die Rede ist, ist damit gegeben, dass der Kredit nun tatsächlich die Macht hat, ermächtigt ist, mit seinen Entscheidungen, was ist gut, was ist weniger gut, was ist weniger rentabel, die Produktion, das produktive Kapital meine ich da jetzt, weil wir haben nichts anderes im Moment, das tatsächlich umgekehrt zu fördern oder kaputt zu machen. Das ist aber schon im einfachsten betriebswirtschaftlichen Sinn. Wenn eine Bank sagt, ich traue dem Gang deines Unternehmens nicht, dann geht das Unternehmen kaputt, obwohl, jetzt zitiere ich wieder, es eigentlich vielleicht im nächsten halben Jahr in die schwarzen Zahlen gekommen wäre. Das gehört zum System. Es gibt doch, jetzt macht doch hier das Kreditsystem zu einer Modernität. Es gibt eine Modernität. Das liegt nur im Internationalismus des Zeugs. Das ist der Unterschied zwischen Gold immer noch als Sicherung für das nationale Geld. Zu heute, wo die wechselseitige Anerkennung ist. Du kommst zu richtigen Falschmeldungen bei deiner Beispiele. Früher wäre, immer wenn man fremdes Geld mal eingenommen hätte in einer Nation, sei es privat oder über die öffentlichen Banken, die das Ganze vermitteln und die das Saldo am Geschäftsjahresende ausgleichen, wäre es immer gleich wieder umgetauscht worden. Nein, Devisenreserven hat es auch schon unter dem Goldstandard gegeben. Das ist nämlich ein großer Vorteil, wenn sich Währungen wechselseitig anerkennen, dass man nicht bloß immer seine eigenen Schuldscheine als Inhaber in seinem Staatsschatz verbringt, sondern dass man richtig ein Recht hat, dass sind fremde Garanten dafür zuständig. Devisenreserven sind quasi heute der Goldersatz für ganze staatsaufgeblähte Haushalte. Also ach doch, vorsichtig. Du bist immer auf der Seite der Abhängigkeit. Die haben sich vom Kreditsystem abhängig gemacht. Wenn es da wenigstens Mut genug gehabt hätte und hätte gesagt, auf die eine Frage, auf die Gretchenfrage, oder ich weiß nicht, wie sie gemeint waren, ja, dann hätte es gestimmt, ja, so ist es, sie sind damit abhängig. Ganze Volkswirtschaften sterben und fallen, ganze Werften, mit dem Betragen derer, die das Kreditsystem managen. Umgekehrt hat jeder gescheite Konzern, jeder AG heute eine extra Abteilung Geldkapital. Es war zum Beispiel einmal ein ziemlicher Skandal, wo VW so viel Gold verkauft hat und dann hat die Finanzabteilung, brauchen wir was, 480 Millionen, Milliarden, was weiß ich, verscherbelt und dann war der Gesamtabschluss des Unternehmens mies. Beides gibt es nebeneinander, aber dann muss man das erst einmal diagnostizieren, muss sagen, wo ist die Logik da drin. Bevor man schreibt, hier ist was ganz Neues passiert. Da ist nichts Neues passiert. Das sind die Gesetze des Kapitalismus und dem Kreditsystem. Da ist auch jedes Umlaufsmittel, jede 10-Mark-Scheine, den ich in meiner Tasche habe. Da ist ein Kreditzettel, ein Kreditzeichen. Drauf ankommen tut's aber, dass der Rest der Welt dieses Kreditzeichen wie Geld behandelt. Und es wird dauernd geprüft. Und zwar eben wieder durch die Märkte. Das muss man erst mal wissen. Bevor man schreit, ach Gott, ich habe eine Entdeckung gemacht, der Kapitalismus ist ganz anders geworden.
Das stimmt nicht. Lies Kapitel 27, 28, 29 Umlaufsmittel und ein Kreditsystem in K3. Deine eigenen Argumente sind welche von Marx, also kann es nichts Neues sein, wenn es der alte Affe schon gewusst hat. Es kann nicht sein. Ich halte es immer noch für deinen methodischen Fehler, den ich auf 1 unten hingeschrieben habe. Du argumentierst schon mit neuen Phänomenen, ach, vielleicht sind es wirklich neue Sachen auch. Aber wie? Immer mit Marx. Das geht nicht. Mit Wertfetisch kann nichts Neues auf die Welt gekommen sein, wenn der schon gesagt hat, dass das die Notwendigkeiten sind. Hört auf damit, das ist ein reiner theoretischer Unsauberkeit, die ich jetzt anfange. Na also Karl, darf ich mal was dazu sagen? Also das ist, du springst da wieder zur anderen Themenstellung. Ich möchte es springen das, verbieten. Ja, na gut. Das Argument, ja, dass Marx die ganzen Kategorien des Kapitals und seiner Bewegung dargestellt, analysiert, zum Teil sogar eben die Nomenklatur sozusagen dafür erfunden hat. Es hat er in irgendeinem Brief mal geschrieben, ich musste Termini gerade erfinden, um überhaupt bestimmte Sachverhalte darstellen zu können. Ja, viel waren es nicht. Ja, okay. Aber das ist eine Sache. Ja? Und in welcher Qualität und auf welcher Ebene sich diese Kategorien heute bewegen, das ist eine andere Sache. Was ist eine Ebene? Ja. Jetzt erklär mir mal, Bobby, aller Ernstes, was eine Ebene ist. Ja, das ist doch ganz einfach. Ach so. Da in dem Fall kannst du es mal wirklich vielleicht ein bisschen leichter machen. Nämlich, dass du zum Beispiel die Ebene hast der kapitalistischen Logik als solche im Allgemeinen, das berühmte Kapital im Allgemeinen. Eine andere Ebene ist die Art und Weise, wie sich diese Logik historisch entwickelt und bewegt. Ja? Wieder eine andere Ebene ist, wie sie sich in einer gegebenen Situation eine Verlaufsform sucht. Ja? Außerdem ist es noch gibt es verschiedene Ebenen, ob du das Ganze, wie es in der VWL so schön heißt, mikroökonomisch, das heißt von betriebswirtschaftlich, partikularen Standpunkt. Das sind Ideologien der Konkurrenz. Die bürgerliche VWL und BWL kenne ich so genau, da macht man nicht vor. Das sind Ideologien der Konkurrenz, das sind keine Erklärungen. Das sind keine Ideologien nur, sondern das, natürlich gibt es auch eine entsprechende Ideologie dazu, sondern es sind reale Ebenen der Reproduktion. Ach Quatsch, du betriebswirtschaftlich, wenn einer eine Preiskurve an die Tafel malt, das ist doch gar so funktioniert. Ja, warum gibt es denn, warum gibt es denn dann kaufen? Warum gibt es denn dann überhaupt den kleinen Unterschied von BWL und VWL? Ja, den kann ich dir schon erklären, aber aus der Wissenschaft raus, aus ihren Fehlern raus, doch nicht aus der Realität. Bitte, was hat das mit dem Wertgesetz zu tun? Ja, hat schon was damit zu tun. Ach komm. Je nachdem, welchen Standpunkt du da einnimmst und was die Leute dann auch tun. Siehst du, jetzt sind wir da dabei. Wir nehmen doch hier eine Standpunkte ein. Wir wollen doch die Sachen vergleichen. Urteile sollen doch was Allgemeines, Überprüfbares sein. Okay, also ich wollte jetzt... Kann nicht jeder sagen, ich habe den Standpunkt, das sieht alles ganz anders aus. Ich wollte jetzt... kurz ansprechen, was diese verschiedenen Ebenen sind. Ja? Und wenn wir jetzt auf der Ebene sind, wie stellt sich heute das in seinen kategorial gesehen von Marx natürlich dargestellte Kreditsystem, das Problem des zinstragenden Kapitals, der dreiviertelste dritte Band vom Kapital ist voll davon. Wie stellt sich das heute dar, strukturell und von seiner Verlaufsform her? Dann sind natürlich die Argumente, die ich sowohl bezüglich des Staatskredits als auch der Wertsubstanz des Geldes als auch der neuen Qualität der spekulativen Bewegung genannt habe, tatsächlich du sagst es selber, möglicherweise gibt es da was Neues. Und um das nein, ich habe gesagt, worin das Neue besteht. Bitte, okay. Nur nicht möglicherweise und, so. Und jetzt, das wäre ja nicht überprüfbar. Gut, ich wollte jetzt nur noch eins, was du vorhin gebracht hast, nämlich wie sich das verhält mit dem zinstragenden Kapital, beziehungsweise was der Kredit eigentlich ist. Ja. Das Problem, das kleine Problemchen dabei ist, dass erstens mal dieser Kredit mit der Vorgabe ausgeliehen wird, der Logik nach mit der Vorgabe ausgeliehen wird, deswegen sind die Banken ja da auch so pingelig, dass damit tatsächlich realer Profit erwirtschaftet wird, damit nämlich, wenn der erwirtschaftet wird, die Zinsen für diesen Kredit bezahlt werden können. Das ist ja das Geschäft der Bank. Und wenn Sie da Zweifel haben, dann sind Sie pingelig, okay, bei kleinen Unternehmen und in gewissen Situationen, auch bei großen. Aber es gibt Situationen, und da gibt es eine
ganze Debatte seit den 80er Jahren drüber, um die ganze Finanzmarktentwicklung, dass nämlich in der Situation einer nicht bloß zyklischen, sondern strukturellen Überakkumulation, ja, wo ständig neues, heißes Geld, das nicht real reinvestiert werden kann, auch in das Bankensystem reinströmt, ja, die Banken sozusagen anfangen, diese Vorsichtsüberlegungen immer weniger zu machen. Zum Beispiel die ganze Verschuldung der dritten Welt, ja, da wurde, das wussten die, ja, das wussten sie, aber sie haben es trotzdem machen müssen, irgendwie, und das machen sie auch heute wieder, weil sie es müssen, weil dieses Geld sich weiter verwerten muss und sei es fiktiv, dass sie zum Beispiel Kredite gegeben hat an irgendwelche dritte Weltpotentaten, wo völlig klar war, dass die das überhaupt nicht weder können noch wollen für kapitalproduktive Anlagen, Investitionen. Das waren Investitionsruinen, Prestigeprojekte. Zunächst mal hat sich's eben, wurde das Problem hinausgeschoben. Es hat sich scheinbar eben verwertet. Es flossen die Zinsen zurück. Ja, doch, so geht's schon. Und die Erklärung geht doch nicht so. Heute ist es wieder so. Und es ist beim Staatskredit übrigens prinzipiell so, habe ich vorhin versucht klarzulegen. Der geht in die Zirkulation ein, das war deine Klarlegung. Ja, wo soll er denn sonst hin? Nein, der Staatskredit vermittelt gesellschaftlichen Konsum und ist... Das ist nein, übrigens, der vermittelt keinen gesellschaftlichen Konsum. Ja, also tut mir leid, es steht im dritten Band des Kapitals. Ach, Quatsch. Ne? Nochmal, du denkst immer an das Faux-Frais-Argument, das der Staat prinzipiell ist. Und dazu passt das Stichwort Konsum bei Marx. Weiter denkst du da nichts. Ich sag da mal, wie Erklärungen meines Erachtens zu funktionieren haben. Wenn du sagst, der Staatskonsum, der bewirkt da wieder was, dann wird da überall Wirkung. Ist aber noch keine Notwendigkeit. Also, das Problem, wenn du das schon überall ansprichst, heute oder überhaupt bei dem Zeug, das kann man dann unterscheiden wenigstens, liegt da drin, dass der Staat eben nicht sagt, er nimmt sich einfach Kredit auf Teufel komm raus, sondern er kapitalisiert diesen Kredit. Er zeigt, wie sehr er als ideeller Gesamtkapitalist sich der Rechenweise des Geldes unterwirft. Dafür kriegt er auch die Quittung. Deswegen muss ja der Kredit, den er aufnimmt, immerzu als Kapital bewähren. Und als stabiles Geld bewähren. Das ist halt der Witz. Sowas lässt du ganz aus. Erst einmal würde ich sagen, beim Staatskredit, nicht einfach so eine Floskel, das geht alles irgendwo rein. Das geht nirgendwo rein. Das ist ernsthaft als Geld in die Welt gesetzt. Wenn der Staat eine Anleihe auflegt und jemand zeichnet sie, institutionell und dann privat, wenn der Staat überhaupt Geld druckt und auf diese verfickte Weise, dann ist das als Umlaufsmittel, als Privateigentum, das er Recht auf Bedienung hat und so weiter, unterwegs und gleichzeitig wird es beim Staatshaushalt verbucht, via staatlicher Einnahmen. Welches Problem, jetzt komme ich dir immer noch entgegen, handelt sich damit der Staat ein, dass sich das dann im Weltmaßstab wirklich als anerkanntes Geld bewährt. Das Problem hat er laufend. Die Märkte tun das ihre. Jetzt noch mal zu einem anderen Beispiel. Ach, ich will bloß die Differenz in der Darstellung klar machen. Am Potentaten Kredit zu geben, ja, das mag im Kalten Krieg wegen der Russen gewesen sein. Ja, aus so disparaten Gründen kann das vorkommen. Aber immerhin bedenken, es ist als Kredit aufgelegt worden. Es ist Kapitalismus gemäß gemacht worden. Es ist nicht einfach so als Willkür organisiert worden. Es ist immer mit dem Anspruch gemacht worden und dann soll es sich als Geld bewähren, das Geld eckt. Nur diese beiden Zusätze führen zu ganz anderen Sachen. Nämlich erst einmal, dass in vielen Dingen, die du jetzt beschwörst, nichts Neues passiert. Nichts Neues. Dass die eigentliche Neuigkeit nur in der Konkurrenz um und Mittelskredit zwischen den Nationen liegt, weil vorher zwischen den Staaten andere Praktiken üblich waren. Nämlich zum Beispiel, wenn irgendeine Volkswirtschaft oder Grundstoffindustrie oder sonst was gelitten hat, haben früher die Staaten gesagt, dann unterbreche ich dieses Konvertibilitätsabkommen oder es hat gar keine gegeben und nur partielle. Dann ist eben meine Kreditgeldware nicht universell austausch- und vergleichbar wie. An meinen Grenzen bestimme ich, was das wert ist, wenn ein anderer mit seinem Geld kommt. Ich führe die Saldi zwischen den Nationen anders durch. Ja bitte, das ist vielleicht was Neues. Aber auf das bist du halt nicht eingegangen. Du machst ja, die ganze Sache war ein neuer Typus der Krise. Und die Krise als solche, wie sie bei Marx erklärt ist, die hat verschiedene Bestimmungen.
Und die leierst du alle per Beispiel auf. Einmal passt die Nachfrage näher zum produzierten Zeug. Einmal passt der Kredit nicht zu dem, was er leisten soll für die Produktiven. Umgekehrt passt nicht zueinander. Sie können sie nicht mehr bedienen. Die Krise hat viele solche Gegensätze. Ja klar, da fallen Produktion und Realisation auseinander. Ja klar, der letzte Grund der Krise heißt auf 501 auch irgendwie die Armut der ganzen armen Klassen. Alles, das sind Bestimmungen der Krise. Jeder benutzt da, um aus dem heutigen Zeug Beispiele zu drechseln, dass jetzt alles endgültig ganz anders wird. Das führt mich zurück nochmal auf die Frage mit normale Krise oder nicht normale. Jede dieser Krisen, von denen er vorhin geredet hat, also die historisch so bekannt geworden sind, ist ein eigentümlicher. Manche ist bewirkt worden durch einen Getreideskandal, Missernte und so Zeug oder falscher Import aus Indien oder nicht genügender. Oder Preishoch oder sowas. Auslösen kann vieles im kapitalistischen Markt geschehen. Diese Gegensätze, die der Bobby vom Marx kennt, der Auslöser ist am Schluss bei Marx gekennzeichnet als eine Flaumfeder. Wenn einer Misstrauen hat in einen Kredit, in dem bisher Vertrauen steckt hat, ist das der Auslöser für das Kaputtmachen vom ganzen thailändischen Pacht. Ja, das gibt's wirklich, aber das Warum ist damit nie gesagt. Da kann ich doch nicht drauf deuten und kann sagen, Sachen gibt's heute, die hast du, da legst du dich flach. Das ist doch keine Theorie, das ist doch keine Erklärung von Notwendigkeiten. Also das heißt einmal zur Krisentheorie, das nenne ich gleich Gewurstel. Und du hast immer nur die eine Absicht bei dem Gewurstel. Du hast da eine Entdeckung gemacht, jetzt halten die das mit der Steigerung der Produktivität endgültig nicht mehr aus. Mein Gegenthesen wollte dir wirklich entgegenkommen. Ich wollte sagen, dieses Reduktion von Arbeit bei gleichzeitigem Aufrechterhalten des Anspruchs, die Arbeit soll doch als Kapital machen, ja, machen und steigern. Diesen Widerspruch, der dann Unterbestimmungen, Unterabteilungen hat, dieser ist jetzt zu einem Ende gekommen oder kommt zu einem Ende. Und ich sagte, der kommt genau zu dem Ende. In einer wahrscheinlich wegen neuen Fassung, eine als Geldkrise und dann gibt es keinen Kredit mehr, da werden Nullen gestrichen und so weiter. Und die Verlauf von der Krisen, darüber zu reden, in Form einer Prognose, die ist dann aber ziemlich, halbwegs, womöglich oder überhaupt und so weiter, endgültig. Das noch in Verbindung zu bringen damit, dann ist es mit der Kampfeslust des Proletariats endgültig beendet. Das halte ich für einfach nicht seriös. Das sind verschiedene Themen. Also über die Kampfeslust des Proletariats, wenn hier mal wieder geredet werden soll, jederzeit kann ich das. Und ich kann auch sagen, dass deine Sachen, wir haben in der Pause schon ein diskutiert, mit, schau da mal an, wie die inzwischen sich untereinander gegeneinander aufstellen. Also die wirklich zum Proletariat zählen, zu den abhängig Arbeitenden, zu den Lohnarbeitern, Lohnabhängigen und so weiter. Na, sagt der Bobby locker dazu, also als Charaktermasken des Proletariats. Das variablen Kapitals. Oder das variablen Kapitals eben. Und das sage ich, das ist mir dermaßen zuwider, weil wenn sie als Charaktermasken des Proletariats oder des variablen Kapitals sich aufstellen denen, dann wären sie eine Klasse, die unterwegs ist. Das sind sie gerade nicht, die sind gerade mit anderen befasst. Die sagen, sollen wir Jünger die Alten finanzieren? Wieso sollen wir Arbeitslosen, die gerade stehen für die Sozialhilfeempfänger? Wieso sollen die im Betrieb sein für die Arbeitslosen und die Sozialhilfeempfänger gleichstehen? Und so weiter. Lauter Spaltungen und Gegensätze, die durch den Sozialstaat erzeugt, institutionalisiert worden sind, die Charaktermasken von dem Zeug gibt's wirklich. Das ist so organisiertes staatliches Sozialwesen. Und da sagst du, das ist die Krise, die das macht. Ich kriege einfach die Verbindung von Krise zu dem Scheiß nicht her. Der Umgang mit der Klasse und so weiter, der hat in der Krise seiner Eigenarten. Aber das ist es doch nicht. Also nur damit klar ist, warum ich manchmal wetter oder warum ich sage, ich kann so ja Ungenauigkeiten in der Erklärung also nicht ertragen. Das ist überhaupt nicht klar und das waren auch keine Ungenauigkeiten von mir, sondern du redest völlig an dem vorbei, was ich eigentlich gesagt habe. Nein, ich sage doch, was du gesagt hast. Schlichte Selbstverständlichkeiten, wie zum Beispiel das, was du jetzt 20 Minuten lang über einen Kredit erzählt hast und das war überhaupt nicht mein Argument. Erzähl doch die erst einmal die Selbstverständlichkeiten, hoffentlich was die alle. Ja.
Na, zum Beispiel. Also, das ist ja so, wenn die ganze Menschheit in Detmold den Kredit nur rauf und runter kann. Das möchte ich erst einmal wissen, ob die das können. Ja, okay. Wir wissen doch nicht einmal, wo der Handelswechsel ist. Frag doch einmal, warum sich alles Kapital verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht durch den Kredit. Was einmal beim Privaten ist, einmal beim Gläubiger, einmal beim Schuldner, dann bei der Bank, dann als Hinterlegung von der Bank beim Staat. Und da sind es 5 Vermögen als eines. Da muss ich doch den Kredit aufblähen. Hast du das schon mal erklärt jemandem? Und sag nicht, das wäre was Neues. Das ist nichts Neues. Das ist das System des Kredits, das so funktioniert. Also, dass Kredit ausgeliehen wird und dass er aufgrund von, was weiß ich, Fehlkalkulation, sagen wir mal, nicht zurückgezahlt werden kann. Ja? Dass er notleidend wird, wie es so schön heißt. Ja? Das ist natürlich nichts Neues. Das ist aber auch nicht das Problem, um das sich da dreht. Habe ich aber jetzt nicht gesagt. Ich habe von der Verfünffachung eines Eigentums- und gewinnberechtigten Vermögens geredet. Das ist der Witz des Kredits. Und mit dem wird dann spekuliert auch noch. Das ist was anderes, Bobby. Das ist eine andere Herangehensweise. An. Ja. Was ist es erklärenswerte also, bei dem Zeug? Ja, gut. Also, wenn es dir was, wie das funktioniert, oder wenn es dir, eigentlich zu lasch vorkommt, dann deswegen, weil du da immer deine Perspektiven einlegst, in dem Zeug entdecke ich ganz große Novitäten. Darin sind sie aber nicht zu suchen. Also ich habe jetzt echt keine Lust mehr, nochmal neu zu sagen, was meiner Ansicht nach diese neue Qualität der Krise ausmacht, die im Übrigen auf einer bestimmten Abstraktionsebene bei Marx ja durchaus vorkommt. Nur konnte er natürlich nicht sagen, mikroelektronische dritte industrielle Revolution. Er konnte auch nicht sagen, Euro-Geldmärkte und alles mögliche andere konnte er nicht sagen. Aber die Logik, dass das hier eine historische Logik ist und nicht einfach an sich ewig so eine Art buddhistische Wiederholung des ewig Gleichen. Historische ist, Logik gibt es nicht. Ja, doch. Ach, kein Quatsch. Es gibt eine Logik, die erklärt eine Sache. Das ist ihre. Und historisch spielt sich das die Notwendigkeiten der Sache ab, jetzt muss ich einmal oberlehrermäßig werden. Eine historische Logik, was soll denn das jetzt Ja, wieder? Deswegen, da haben wir es jetzt. Du hast einen Begriff von Geschichte oder von Binnengeschichte des Kapitalismus, der identisch ist mit bloßen Verlaufsformen. Ja, das ist mal die Verlaufsformen. Bloß. Lass es bloß weg, schonig ich. Ja, mit den Verlaufsformen dieser Gesetze. Gut, aber also nicht bloß, bitte nicht bloß. Jetzt, das habe ich nicht gesagt. Ja, ich sag das, ja, weil ich eine andere Auffassung davon habe. Also ich weiß nicht. Ach, du schaust vor Marx, vor einer Wertabstraktion, schaust du zum Faschismus und rauf und runter und keine Vermittlung, muss ich da auch mal sagen. Keine Erklärung dazwischen. Jetzt nochmal, was soll jetzt das Novum an Krisen heute sein? Er hat sogar ein wenig polemisch gesagt, dass alles viel größer und mächtiger erscheint. Das war dir zu wenig. Du willst ja Qualität bestimmen. Ja, und dann bestimmen Sie nochmal, dann reden wir nachher drüber und streiten. Ich sage jetzt nicht nochmal, was die das Verhältnis von dritter Industrie... Aber lass die Mikroelektronik raus, auch der geht es nur ums Geld. Ja. Okay, natürlich, der geht es auch nur ums Geld, das ist klar. Also ich würde jetzt eher fragen, ob jemand... wir haben jetzt das Publikum eigentlich gar nicht mehr zu Wort kommen lassen. Ist ja wurscht, die melden sich schon. Was denkst du, was ich hier schon erlebt habe? Warum frech wie die Wanzen? Ja. War auch schön, war auch gut. Da hat man nämlich gemerkt, wo die Differenzen und wo Einigung erzielt man ist. Dafür ist ja Diskussion da. Also das muss dann jedes Volk auffordern, das soll sich betätigen. Soll der ja, Kohl also machen. Ich bin geduldig. Jetzt würde ich halt... schon wenn Fragen, ob jetzt da noch Diskussionsbeiträge sind oder dass wir vielleicht doch noch so eine Publikumsdiskussion machen. Ich meine, es ist zwar schon 22:30, aber ist jetzt ein bisschen untergegangen. Schon, da mache ich immer erst richtig auf. Karl, jetzt melde ich mich mal wieder, weil ich vorhin eingegriffen habe. Und ich bin dafür, weil du das ja gesagt hast, die sind so frech, bin ich ja kritisiert worden, dass ich so frech war, euch einfach so ein bisschen zu unterbrechen. Was? Gesagt, was ich, nein, vorhin. Da habe ich aber zu den Leuten, die mich da kritisiert haben, gesagt, zum Glück bin ich so frech. Sie machen hier noch ein methodischer Stuben draus. Ich mache einen Witz drüber und du machst da einen Ernst draus. Beides gleichzeitig mache ich. Aber wenn jetzt Leute sagen und schimpfen auf mich oder auf ihn oder für was oder gegen was, dann dafür ist doch die Veranstaltung. Ja, richtig. Richtig.
auch wenn es so ist, ein bisschen länger her, dass ich was sagen wollte und habe halt nur ein paar Leute vorgelassen. Erstens, auch wenn Bobby es halb zugegeben hat, bislang ist es doch ein Problem innerhalb der Krise und auch so, wie sie Sachen anfangen. Ich hätte dir recht gegeben vor einer Dreiviertelstunde, eine Stunde, oder auch vor anderthalb, wenn du zu Recht gesagt hättest, das ist ein Prozessverlauf oder ein Verlauf, wie Max das beschreibt, und diesen Verlauf kann man nicht einfach als Ende oder sonst irgendwie was bezeichnen. Das ist was Richtiges. Aber in so einem Verlauf zeigt sich ja etwas und nicht einfach nur, dass Verlauf, Verlauf, Verlauf und nochmal Verlauf ist. Und man weiß gar nicht, wohin man sich noch verläuft. In dem Sinne versuchte nur, Bobby etwas klar zu machen. Und ich glaube, du hast indirekt, auch wenn Bobby erstmal das abstreiten wollte oder abwehren wollte, indirekt recht gegeben. In dem Sinne, Bobby, müssen wir auf unsere eigenen Begrifflichkeiten, die wir auch gebrauchen und darstellen, genaueren Wert legen. Also so, wenn man gleich mal von Ende oder sonst was redet. Ne? Das Zweite. Ich denke, das ist was vollkommen Richtiges und das zeigte sich gerade auch nochmal in der Debatte, insbesondere Karl von dir, dass man tatsächlich davon ausgehen kann, dass eine neue Qualität eingetreten ist in der heutigen ökonomischen Situation. Nicht nur der Gestalt, also was zwischen euch strittig ist oder vielleicht unter uns strittig ist, dass die Mikroelektronik oder verallgemeinert ausgedrückt die Entwicklung der Produktivkräfte nicht nur wie früher also zyklisch, sondern strukturell was in der Gesellschaft schafft, also oder in der Wirtschaft schafft, sondern dass sie darüber hinaus gleichzeitig im Bewusstsein der Menschen was schafft, nämlich indem sie nicht nur sie zyklisch raustreibt und dann irgendwann an einem bestimmten Punkt wieder ökonomisch hineinbringt in die Arbeit oder einen großen Teil zumindest davon, sondern dass sie strukturell sich hinaustreibt und dass ein Unbehagen tatsächlich bei den Leuten irgendwie besteht. Weil das immer weitergeht und weil das von niemandem aufgehoben werden kann und dadurch auch nicht aufgehoben werden kann, indem man allgemein weiter den Kapitalismus beschwört. Weil der wird so laufen ein Stück weit, Karl, wie du das auch weiter geschildert hast, natürlich. Mit seiner ganzen Entfremdung, mit seinen ganzen Kuriositäten, mit seinen ganzen Widersprüchen, die die Menschen auch untereinander haben und Konkurrenzverhältnissen. Natürlich. Aber es entsteht auch etwas unter den Leuten und ich weiß das selber von mir, Kalus mehr. Schluss, Ende aus, vorbei. Das ist ein wenig. Und deswegen komme ich auf den dritten Punkt dazu sprechen. Einfach Schluss aus und vorbei, weil es nämlich immer mehr Leute werden und nicht einfach nur mehr zyklisch. Das wird tatsächlich, und das ist der dritte Punkt, und das ist nicht weiter angesprochen worden, mal berührt, aber nicht weiter ausgeführt worden, tatsächlich versuchen in Hamburg auf zwei Ebenen vorzugehen, um mal Antworten auch darauf zu geben. Nämlich erstens auf der Ebene, dass wir tatsächlich versuchen, in kleinster Form und erstmal auch in der Diskussion unter uns, ökonomisch etwas herzustellen, was wirklich Tausch und Geld überwindet, zum einen, und zum anderen, dass wir eine gesellschaftlich neue Bewegung aufbauen wollen, die das gleichzeitig noch propagiert, einschließlich der Möglichkeit, auch noch in Parlamente reinzugehen, um denen tatsächlich diesen Verhältnissen, diesen kaputten, wie du sie auch zu Recht beschreibst, Bobby genauso, aber du ja besonders vehement darauf beharrst, was entgegenzusetzen. Und zwar, dass es wirklich auseinandersetzt und wirklich zersetzt. Gibt es noch weitere Beispiele? Ich will eine Bemerkung drauf machen. Das müsste dir entgegenkommen, Bobby. Es war seltsam. In der Edition Suhrkamp, in politischen und wissenschaftlichen Zeitungen der 60er, 70er Jahre, wo wir angefangen haben, waren Artikel über, wie ist denn mit der sogenannten Verelendungstheorie von Marx beschaffen. Jetzt liest du sowas noch. Die Verelendung gibt's, aber eine Verelendungstheorie, nämlich die Erklärung ihrer Notwendigkeit, macht kein alter Sau mehr. Also ich möchte mich da ausnehmen. Ist nämlich eine Notwendigkeit. Und ich kenne auch die Agenturen, die die Notwendigkeit des Wertgesetzes in dieser Richtung durchsetzen. Ich rede hier von willenslosen Subjekten wie du am Anfang.
Ich sage, es gibt Leute, die sind tatsächlich Charaktermasken der Durchsetzung von einem Zeug gegen andere. Also, ich habe jetzt wirklich eigentlich keine Lust, ich sage es trotzdem. Also, ich habe nicht von willenlosen Subjekten gesprochen. Ach, ich will es jetzt nicht, wirklich nicht nochmal wiederholen. Du hast gesagt, um es zu dementieren. Du hast gesagt, die haben ja eigentlich kein Willen und kein Bewusstsein und nichts von dem, worum es sich dreht. Aber mir soll das nicht falsch verstehen. Immer wieder diese Kunst, warum brauchst du die? Weil du immer Behauptungen aufstellst, die es da selber für nicht haltbar hältst. Dann kommst du damit an eine scheiß Wertabstraktion. Dieses erste Kapitelargument, ja, deckt für dich eigentlich immer die Argumente aller drei Bände plus die Konkurrenz, wie sie wirklich abläuft, ab. Nein, keineswegs. Ach komm, wer ist denn bei Faschismus und bei Judenmord auf Wertabstraktion, Komma? Das Problem ist nur, dass in der Tat, wenn es um die historische Grenze und um die Frage der Aufhebung geht, dass du in der Tat die Ebene nicht aussparen kannst. Ne? Das ist ja elementar. Naja, weil die historische Arbeiterbewegung, das war ja vorhin mein Nebenargument zu der Frage. Euch der Recht geben. Ja. Ja, heute aber, recht aber geben, halt außer dem Punkt, aber halt wie? Ich will kein Verständnis für die Knalltüten. Ich will sagen, das war ihr Fehler, das sieht man, auch wenn wir es nicht selber dabei waren, es nachträglich sehen, aber das war der Fehler. Aber der hat auch mit der heutigen Krisenlage und ihrer Besonderheiten nichts zu tun. Ich kann ja den Fehler nicht deswegen gemacht haben, weil sie heute noch nicht dabei waren, wie die Krise ist. Das geht doch gar nicht. Dann kann es auch kein Fehler gewesen sein. Und wenn in die Richtung hast du argumentiert, sehr viel Verständnis für Leute, die wirklich die manche Alternative gegen das Lohnsystem oder gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk nicht richtig entschieden haben. Jetzt hat auch der Marx sogar schon gewusst, dass das Alternativen ist und da entscheidet sich alles. Dann kannst du doch nicht sagen, das haben wir noch nie merken können. Das verstehe ich nicht, wie man also so Überblickstheoretiker dann plötzlich solche Lapsus sich leistet, der U-Stamm. Na, also ich würde wenigstens so weit, in Anführungsstrichen, obwohl ich den Begriff auch für fragwürdig halte, aber zumindest so weit materialistisch argumentieren, als eben Menschen, wie der Marx das sagt, ihre Geschichte unter Bedingungen machen, die sie vorfinden. Und zum Beispiel war es so... Ja, weil noch schöner, wenn sie es anders machen. Ja, eben. Nicht? Und diese Bedingungen, die kommen aber auch, die schlagen sich auch nieder und die sind verschieden auf verschiedenen historischen Entwicklungsstufen. Bobby, merkst du nie mal politischer Zwischenbemerkungen? Jetzt hör halt auf mit dem Scheiß. Welcher Karlauer du da aussprichst? Menschen machen ihre Geschichte unter ihren Bedingungen. Ja, was sollen sie denn machen? Du kannst doch im Altertum eine Geschichte machen unter den Bedingungen der Mikroelektronik. Was willst du eigentlich für einen Schwachsinn da erzählen? Also ich wollte... Bemerkung ist überflüssig, die bringt da nichts zu zum Erkenntnisprozess. Ich wollte erklären, warum ich, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt jetzt muss hier, aber warum ich, wie du sagst, die Knalltüten in Schutz genommen habe, dass sie eben nicht einfach nur Blödsinn verzapft haben oder einen Anspruch nicht Genüge getan haben, den sie anscheinend relativ leicht und locker, wären sie nur auf den richtigen Trichter gekommen hätten, Zumindest von dem Bewusstsein nichts her, was der Marx genannt hat, enormes Bewusstsein, das nötig sei, um diese faschistische Konstitution aufzuheben. Ach, die doch nicht, die faschistische Konstitution. Ja. Erklär mal den Anwesenden hier, mir brauchst du es nicht zu erklären, sonst mache ich auch Philosophie-Seminar mit dir über Fehler der bürgerlichen Wissenschaft. Was ist das? Was ist die Sache? Das Substrat, für die du den Namen erfunden hast, fetischistische Konstitution. Wenn Leute arbeiten gehen und schauen, dass sie Arbeit kriegen, weil sie sonst nichts haben und so weiter, redest du vom Bild des Fetischs, wie wenn es eine Sache wäre. Konstitution, ich weiß gar nicht, ein Fußballspieler hat eine Konstitution. Erklär uns das mal, was also du mit solchen Schlagwörtern, die du seit 5 Jahren in der Welt rumbetest, überhaupt für eine Sache bezeichnest. Das Wort, der Begriff stammt von Kant, ne? Ja, eben, und? Ja, war der in der Arbeiterbewegung? hat er was gewusst? Nein, das war also, ja. Karl, das war offensichtlich auch ein Knallkopf. Ich erkläre gleich, ob er was war, Anna. Nur Fehler in der Königsberger Knopfklopse, so ich doch bloß. Also, ich gebe. Was hat denn der gesagt über die Ästhetik des Wahrnehmens? Was hat er denn gesagt? Du hast da eine richtige Bestimmung.
Was hat er denn gesagt über die Operalii? So haben bei dem die Proletarier gehasen. Sagen wir es einmal, was denn? Katzi hat auch über die Neger in Afrika... Ja, und feine Sachen erzählt. Rassistische Sachen. Na ja. Ja. Trotzdem hast du damit nicht einfach das Konstitutionsproblem so als Idioten... Ich sag dir doch bloß, du sagst da einfach Kant. Der stammt von Kant, deswegen kannst doch du es uns erklären. Du kannst da jetzt nicht den Kant herholen, der ist ja weg. Also erklärst du uns, was ein Konstitutionsproblem ist. Oder fetischistische also, Konstitution. Ja, beim Kant ist es erstmal auf der Ebene der Erkenntnistheorie und dann auf der Ebene eben der Rechtstheorie. Nicht? Zwei Ebenen. Zwei Ebenen, genau. Tut mir leid, es gibt eben verschiedene Ebenen. Das Problem der Konstitution, dass zum Beispiel in der Erkenntnis, dass du nicht unmittelbar die Dinge wahrnimmst, nicht? Sondern vermittelt durch eine Form. Nicht? Die Form, die du in deinem Kopf selber hast. Ne? Hm. Ja, eine Art Brille, genau. Ne? Ja, ja, ich habe es gelesen, Bobby. Bloß ich war da auf der Uni. Ja. Ja, warum fragst du mich? Aber deswegen dann so muss ich dann hier gleich was halten davon. Warum fragst du mich dann so dumm? Also, ja, also du schließt dich dem so an. So genügsam schließt er dich dem an. Man muss zwei Ebenen haben. Ich schließe mich dem nicht an. Ich bin jetzt einfach jetzt polemisch gegen deine Phraseologie, mit der du dann eine ganze Debatte über Weltmarkt und Krise erschlägst. Fetischistisches Konstitutionsproblem. Ja, wäre verrückt. Das aufzuheben, nämlich die Bewusstseinsform, die Wahrnehmungsform, die Handlungsform, die in einem jahrhundertelangen Prozess entstanden ist und auf die Menschen konditioniert worden sind, den Prozess kann man, und den muss man sogar durchaus nachzeichnen, da kann man auch sehen, was der Kant für einen Stellenwert zum Beispiel dabei hatte. Ja, ist aber nicht ganz unwichtig, um die Frage zu klären, wie diese Konstitution wieder aufzuheben ist und worin sie überhaupt besteht. Ne? Also, das sagt er uns jetzt, worin sie besteht. Ja, okay, das sage ich jetzt noch. Du weißt das ja, aber... In einem Fehler der bürgerlichen Wissenschaft besteht sie. Ja, das ist meine Antwort, aber ich kann ja erklären. Die Konstitution besteht darin, dass in einem historischen Prozess, in dem natürlich subjektive Motivationen aller Art eine Rolle gespielt haben, hinter dem Rücken, das ist der entscheidende Punkt, das ist das die marxische Ausdrucksweise, hinter dem Rücken der Beteiligten über lange Handlungsketten hinweg ein bestimmtes A priori, also ein gesellschaftliches A priori, eine gesellschaftliche Vermittlungsform entstanden ist, in der die Menschen sich daran gewöhnt haben, dass ihre gemeinsame gesellschaftliche Tätigkeit diese miteinander als gesellschaftliche Wesen in Beziehung setzt, dass die Eigenschaft der von ihnen produzierten Dinge geworden ist, nämlich die berühmte Werteigenschaft. Dass sie also sich nicht darüber miteinander in Beziehung setzen, dass sie Institutionen haben, wo sie sich miteinander verständigen, wie sie ihre Potenzen einsetzen im Stoffwechselprozess mit der Natur, die sie entwickelt haben, die wissenschaftlichen Potenzen, die ihre Fähigkeiten, ihre Möglichkeiten, arbeitsteilig vorzugehen und so weiter, also eine Gesamtreproduktion zu bilden, dass das eben nicht so läuft, sondern dass das läuft darüber, dass ihre Produkte die Eigenschaft des sogenannten Werts annehmen. Ne? Und das ist nicht einfach nur eine ökonomische Form, das ist gleichzeitig die Art und eine allgemeine Bewusstseins- und Handlungsform, die verschiedene Ebenen, muss ich sagen, aus sich heraussetzt, eben zum Beispiel die Konkurrenzvermittlung, eben zum Beispiel bestimmte Art und Weise, andere Menschen überhaupt wahrzunehmen, eine bestimmte Art und Weise, sich auf die Gesellschaft, deren Teil man ist, zu beziehen, zum Beispiel sich als abstrakt Einzelner auf einen Zusammenhang zu beziehen, über den man weder direkt noch indirekt eine Verständigung herstellen kann. Das ist zumindest ein Aspekt oder eine Art und Weise, wie man diese Konstitution erklären kann. Nicht? Ja, und schon Phänomen. Und warum brauchst du das mehr schlechte als rechte Philosophie? Derivato ausgerechnet für eine Diskussion über die heutige Art von Geldmarkt, Kapitalmarkt, Krise heute. Na, weil das die Voraussetzung ist. Weil das die Voraussetzung ist. Kommentar. Und
Und es hat insofern... Ja, dann ist aber das die Voraussetzung für alles andere, ja, für Sexualität und Herrschaft und für den Zug, der dann fährt oder nicht, dann ist es die Voraussetzung für alles, also für nichts. Ja, aber das Argument am Anfang war ja, nicht, dass genau das so wahrgenommen wird, dass man, womit du nämlich argumentierst und woran du ständig appellierst... Mit erklärten Sachen will ich argumentieren. Das ist der Alltagspositivismus der so konstituierten Leute. Ich bin der Alltagspositivist. Ja, du appellierst an diesen Alltagspositivismus. Ja? Und dieser Alltagspositivismus, das ist ja gerade das Problem, dass nämlich nicht es so einfach ist, dass man aus der Erfahrung der Zumutungen, die dieser Systemzusammenhang einem zumutet, ja? Dass man aus der Erfahrung so leicht... herauskommt in der Weise, dass man sich nun als selbstbewusst konstituiert, als eine Bewegung oder als Subjekt, das nun diesen verinnerlichten Zusammenhang aufhebt. Jetzt ist ja die Psychologie auch noch drin. Mensch, jetzt lass halt einmal locker. Jeder, auch du und ich, wissen, dass Leute schlechter oder guter Erfahrungen machen. Um dass die Schlüsse, die sie daraus ziehen, die Deutung, die sie denen geben, ganz verschieden sind. Der eine wegen einer schlechten Erfahrung zu haben, eine K-Gruppe, der andere Welt in BD. Das weißt du haargenau. Und so ein Geschwätz, so ein Formalismus des klassischen Philosophie auch Dünchens, ohne sie überhaupt einmal durchleuchtet haben mit ihren Argumenten. So ein Geschwätz soll dann die Handhabe für die Erklärung bieten. In gewisser Weise. Das kann nicht wahr sein. Ist der Kapitalismus ein Formalismus? Und das Problem ist es ja gerade... Also Kapitalismus ist Formalismus, die allerneueste Definition. Ja, du wirst da schlichtweg existenzialistisch. Woran lag es denn, dass eure Agitation völlig ins Leere gelaufen ist? Woran lag es denn? Na, an Kant sicher nicht. Wenn ich... Darf ich euch mal unterbrechen? Ja, ist ja was kannst du... Wenn du agitierst, wenn ich dir auch Fußball in die Hand drücke und du nimmst die Argumente da drin nicht an... Dann liegt es haargenau daran, dass du sie nicht angenommen hast. Es gibt einen anderen Grund. Du hast gemerkt, dass sie verkehrt sind. Gibt's auch noch. Und es gibt einen ganz banalen, und jetzt kommst du mit deiner Konstitution zum Zug, dass ich sage, wir wissen schon, zu welchem Haufen, zu welchem Kollektiv, auf welche Notwendigkeiten sich unser Leben erstreckt, wo wir hinkören. Auf keinen Fall einlassen mit denen. So banale Erklärungen, die willst du durch Konstitutionalitätsgeschwätz ersetzen. Ich hau jetzt noch einmal polemisiert gegen dein richtiges Geschwätz, gegen deine Verphilosophisierung von was ganz hatten, nämlich der Krise und des Kapitals. Jetzt lass doch mal diese Bierzeltagitation. Ach komm, Bierzeltagitation, ich höre es einfach. Ja, du politische Ökonomie ist eine Wissenschaft über einen Gegenstand mit vielen Bestimmungen, aber das ist keine Philosophie. Das ist mein Bierzeltgeschwätz, wenn es da schon so willst. Bobby, mach das nicht mit. Das ist eine ernste Sache, und wenn du da Physik treibst, lässt der Anja auf Kant zurücktreiben. Der hat auch mit Physik nichts zu tun. Ich glaube, es will noch jemand eine Frage stellen. Ja, bitteschön. Ich möchte mal wissen, ob einer, der vielleicht für dich Sympathien hegt, hier diese Worthülsen überhaupt füllen kann mit, das ist die Erklärung von folgender Sache. Das möchte ich mal wissen. Es geht jetzt 5 Jahre dazu in deiner Veröffentlichungen. Immerzu, Wertabstraktion, fetischistisch, Konstruktion. Alles wird erklärt durch das. Ein ganzer Verlauf von einer kapitalistischen Weltmarktkrise, den haust du unter das abstrakte Zeich. Das kann doch nie die Erklärung sein. Also jeder, der hier heute hier Abend war, hat wohl mitgekriegt, dass ich das nicht daraus einfach abgeleitet habe. Was denn sonst? Die Argumente waren ganz andere. Nein, jetzt haben wir ein anderes Thema gehabt. Du hast so dumm gefragt, was Konstitution ist. Ja, ich habe nie dumm gefragt. Ich habe saudumm hast du gefragt. Sehr gefragt euch. Du stellst dich dumm, um also sozusagen bierzeltagitatorisch irgendwelche Punkte zu machen. Ach komm, in Bierzelten wird anders Zeug vergeben, gell? Ich frage mich, was für Leute hier überhaupt sind. Ja? Na halt, die Leute. Ja. Was willst du jetzt? Jetzt müsst ihr eine Publikumsbeschimpfung machen. Herr Kurz. Nee, überhaupt nicht, sondern Herr Kurz, wenn Sie sich schon fragen, was hier für Leute sind. Ich sage Ihnen, was ich für einer bin. Ja. Und mich ärgert das auch total und auch schon ziemlich lange, seit ich Ihre Texte lese, dass ich erstens überhaupt nicht weiß, auf welcher Ebene Sie sich gerade befinden. Und dass ich hier feststelle, dass Sie heute Abend mir erzählen wollen, dass die marxischen Kategorien sich im Laufe der letzten Zeit in völlig andere verwandelt haben und dass deswegen die Welt völlig anders aussieht. Und das geht so nicht. Und da hat der Held ja völlig recht. Ja gut, dass Sie hier abgerichtete Klaköre sind, ist mir auch klar. Ich kenne den Mann wirklich nicht. Aber, ich kenne den Mann nicht. Ja, okay. Aber das kenne ich ja. Komm, dir, was da jetzt mal ein Quatsch machst. Na, ich habe jetzt einfach... Drei, die halben mit mir, also, vor den Leuten, mit Ihnen. Sie wollen mir erzählen, dass ich eine Charaktermaske bin. Sie wollen mir erzählen, dass ich ein Blödmann bin, weil ich jeden Tag zur Arbeit gehe. Und Sie wollen mir erzählen, dass ich diesen Scheiß schlucken muss.
Als Scheiß erzählt hat, ist, denke ich, das müssen hier die Leute entscheiden, die das zugehört haben. Ja, aber dann lass es dem auch über und beschimpft ihn hier als Klakör. Er kennt mich wahrscheinlich nicht persönlich und ich ihn auch nicht. Jetzt hör mal wirklich auf. Du bist ja noch schlimmer wie die in Hamburg neulich, also damals. So ein Schmarrn. Ja, okay. Nein, es ist ja beide, hat er Urteil gefällt und ich habe keine Frage gestellt. Ich habe gesagt, dass mir diese Ebenenwechslerei auf den Geist geht und dass das völlig unwissenschaftlich ist, was Sie da machen. Das kann ich auch noch sagen. Und wenn Sie unbedingt eine Frage hören wollen, dann sagen Sie mir mal bitte ganz konkret, an welchem Punkt der Kapitalismus aufhören soll, wann bitte aufhören, an welchem Punkt zu expandieren und wann bitte aufhören, weiter zu existieren und wann ist der Punkt oder an welchem konkreten Ding, ich weiß gar nicht, wo Sie das hernehmen wollen, verwandeln sich die marxischen Gesetze plötzlich in völlig andere, als sie bisher waren, vielleicht hinter Marx seinem Rücken? Erzählen Sie mir das. Ich habe überhaupt nicht gesagt, dass es völlig andere Kategorien sind, mit denen wir es jetzt zu tun haben. Ja? Und ich habe ich lasse mich doch hier nicht für dumm verkaufen, ich habe doch die ganzen Argumente gebracht. Und dass sie euch nicht passen, ist okay, aber solange jetzt nicht kein inhaltliches Argument mehr kommt, sehe ich überhaupt keinen Sinn in so einer Diskussion in Anführungsstrichen. Deswegen habe ich auch das gesagt mit dem Klackhören. Nicht? Aber gut, es war auf Verdacht hin gesagt. Nicht? Und zwar auf Verdacht hin, wenn hier einfach sozusagen stimmungsmäßig ein Urteil gefällt ist, was mit irgendwelchen Argumenten überhaupt nichts mehr zu tun hat. Na, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch Diskussionsbeiträge. Ne? Also, wirklich mein Zettel, ne? Deswegen habe ich dir vorher gesagt, lies ihn bitte mal durch, damit du auch Ahnung hast, worauf ich raus will oder sonst was. War so gemeint, durchaus als Angebot. Ich habe sogar gesagt unter uns, ich verzichte auch auf das polemische Getue, aber was du jetzt gar so übertrieben hast, ich kann mich da einfach nie beherrschen, das musst du auch mal merken. Ich meine, es ist inadäquat, vielleicht ist das jetzt einmal ein höfliches Wort, mitten in einer Diagnose, wie geht Krise heute, wieder die 5 Vokabeln, dieser Grundsatz, Wertabstraktion und so weiter, haben wir jetzt oft genug polemisiert, einzubringen, als das wäre das Totalproblem, das da drin, dahinter und so weiter steckt. Das halte ich für einfach unseriös, das kann die Erklärung gar nicht bringen. Damit habe ich nichts erklärt. Ja, warum bist du drauf gekommen überhaupt? Ich bin aus dem Grund drauf gekommen, weil es die Voraussetzung ist und weil hier ideologische Barrieren da sind und die Art und Weise, wie Krisentheorie überhaupt wahrgenommen wird, was damit zu tun hat. Das war ganz am Anfang. Ja? Und später, mehr am Schluss habe ich gesagt, habe ich das nochmal gebracht, nämlich als Problemstellung, dass unter den Bedingungen einer Krise, die eine historische Schranke beinhaltet, auf die Tagesordnung kommt das, was die Arbeiterbewegung noch nicht auf die Tagesordnung setzen konnte. Mit der haben wir jetzt nicht wieder Arbeiterbewegung. Ja, die hast du dann als Knalltüten und so weiter abgetan. Weil es damit nichts zu tun hat. Ja, also die Arbeiterbewegung hat versagt, solange es die heutigen Umstände noch nicht gegeben hat. Damals hat sie schon die Alternative gegen Lohn, gegen Geld verdienen und so weiter gehabt, statt versuchen, sich zu einem Staatsbürgersubjekt mit Rechtsanspruch auf Geld verdienen zu machen. Das weißt du sehr genau. Das hast du vorhin sogar erläutert, dass das wahrscheinlich der ganze Erfolg der Mission der Arbeiterbewegung war. Dass die Altklasse im kapitalistischen Staat, im System halt rumlaufen. Ja, das ist eine historische Frage von einem bestimmten Punkt. Ich habe keine Frage, ich habe eine Antwort gesagt. Du hast überhaupt keine Antwort gesagt. Jetzt habe ich gerade ein Urteil gefällt. Ungefähr, sagen wir mal, vom 16. bis Jahrhundert, bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts gab es in der historischen Entwicklung, in der das Kapital entstanden ist und sich als Vergesellschaftungsform durchgesetzt hat, gab es jede Menge Bewegungen, die aber noch keine Arbeiterbewegung war, die auch gar keine Arbeiterbewegung sein wollten. Das waren Leute, die sich von ihren Bedingungen aus und von ihrem Standort aus
dagegen gewehrt haben, zur Arbeiterklasse gemacht zu werden. Die diese ganzen Thema Disziplinierungen noch gar nicht drauf hatten, ja, die für die Fabrikarbeit zum Beispiel notwendig waren. Und das ist niedergemacht worden. Das war ein Teil dieser langen Durchsetzungs- und Disziplinierungsgeschichte und von einem bestimmten Entwicklungsstand an, eben der mit der Industrialisierung eingesetzt hat, in der zweiten Hälfte dann vor allem des 19. Jahrhunderts, war das durchgesetzt. Da entstand dann die Arbeiterbewegung in gewisser Weise, könnte man mit der Autonomia zum Beispiel sagen. Das war einerseits auch eine Niederlage, nämlich ich denke, dass die Leute von der Autonomia da recht haben, das war sozusagen eine historische Niederlage der Leute, die allerdings von einem Standpunkt aus, da würde ich die Autonomia wieder kritisieren, was man nicht im Nachhinein verherrlichen kann oder wo man nicht vor allem nicht was draus ziehen kann für heute, weil es eben Leute waren, die wollten ihre handwerklichen, agrarischen Produktionsbedingungen, in denen es ihnen besser ging als in der langen Industrialisierungsgeschichte, die wollten sie erhalten. Ja? Und auch die familiale Produktionseinheit, nicht? Was anderes konnten sie sich gar nicht vorstellen. Ne? Darf ich mal unterbrechen? Ja. Moment, der hat jetzt so viel geredet, jetzt sage ich auch, wie ich das sehe. Ich habe nicht so lange geredet. Ja, in dem Maße, wie dieses Kapitalverhältnis durchgesetzt war und auch die Disziplinierung bis zu einem gewissen Grad eben nach dieser langen Disziplinierungsgeschichte verinnerlicht war, fing die Arbeiterbewegung an, auf dem Boden des Kapitals zu agieren, weil den Leuten erstens mal nichts mehr anders übrig blieb, zweitens, sie hatten gar nicht mehr das Bewusstsein der Leute aus den vorherigen sozialen Bewegungen, sie waren bereits eben bis zu einem gewissen Grad als Charaktermasken des variablen Kapitals entwickelt und vor allem die Ideologen, übrigens Marx selber eingeschlossen, auch die marxische Theorie enthält da noch bestimmte Elemente dieser Disziplinierungsgeschichte als positive. Ja, die kamen ja auch aus dem Liberalismus. Ja, Marx, Engels als Ja, ich komme aus Michlab, was hat denn das mit meinen Argumenten zu tun? Moment. Das hat Dorf in Oberfranken. Es hat durchaus was damit zu tun. Ja, die ganzen Leute, wie der August Bebel zum Beispiel, das waren alles Leute, die gewissermaßen, man könnte es ironisch so sagen, aus der Sonntagsschule des Liberalismus kamen. Ja? Die hatten mit den früheren Sozialbewegungen, noch viel militanteren Sozialbewegungen, gar nichts mehr zu tun. Die haben eben andere Bedingungen vorgefunden und unter der Bedingung, dass das Kapital expandieren konnte, so wie ich es vorhin versucht habe zu schildern, haben sie angefangen, ziemlich logisch und konsequent aus ihrer Sicht heraus und aus ihren Bedingungen heraus, eben diesen Kampf für auf der gewerkschaftlichen Ebene für eben den gerechten Lohn fürs gerechte Tagewerk innerhalb des Kapitalverhältnisses zu führen. Und das hatte einen Schub hinter sich, in dem das durchaus ja auch zu Erfolgen, in Anführungsstrichen, halt im systemimmanenten Sinn geführt hat. Ja? Und das war sozusagen der Horizont ihrer Interessen und ihrer Möglichkeiten, die sie da gesehen haben. Ne? Und mein Argument war, dass wenn heute unter den Bedingungen sozusagen am Ausgang dieser ganzen Entwicklung diese Wertverwertung an eine absolute historische Grenze stößt, ja, dann kommt ein neu und in anderer Weise nicht mehr, natürlich in der Weise der Luditenbewegung, meinetwegen des frühen 19. Jahrhunderts oder Ende des 18. Jahrhunderts, kommt neu das Problem auf die Tagesordnung gesetzt, aus dieser Wertverwertung rauszukommen und in einer anderen weitergehenden Weise, als es die historische Arbeiterbewegung gemacht hat und überhaupt machen konnte, diese Frage nieder mit dem Lohnsystem in einer anderen Weise zu stellen, übrigens als es auch der Marx konnte, weil der hat ja in der Mitte des 19. Jahrhunderts auch nicht sehr viel darüber sagen können. Nicht? Er hat nur den Verein freier Menschen, Wir sollten hier jetzt wirklich mal einen Punkt machen und den Leuten, die noch eine Frage stellen wollen, die Möglichkeit geben, das zu tun. Also das war der Beitrag zur Krisenerklärung heute. Vielleicht danach können ja auch die Leute, die noch weiter diskutieren wollen, das oben weiterhin tun. Also dass wir hier vielleicht wirklich noch ein paar abschließende Fragen stellen und dann zum Ende kommen. Ja, meine abschließende Frage ist die. Ich nehme die letzten zwei Sätze auf. Von dir eben, ne?
Einleitung war ein ziemlich karochomäßiger Loginger, dass wenn das so ist, dass wir heute eine andere Situation haben, dann folgt daraus. Die ganze Zeit ist nicht geklärt worden, dass dieses Wenn auch wirklich stimmt. Haben wir denn eine andere Situation? Wenn das stimmt, dann kannst du deine Schlüsse ziehen. Aber das Wenn ist nicht geklärt, sondern den ganzen Abend über hast du so geredet, dass du immer mit dem Wenn argumentiert hast. Wenn das so ist, wie ich behaupte, dann ist die Krise heute eine ganz andere als sonst. Da schließe ich mich meinem Vorredner an, der auch nochmal gefragt hat, wo sind die Argumente dafür, dass sich hinter dem Rücken, wie auch immer, was ganz anderes durchgesetzt hat als das, was bisher schon gewesen ist. Dass die Verlaufsform eine andere ist, wie jeden Tag. Das war klar. So, aber dass das ein allgemeines Argument dafür sein soll, dass hier und heutzutage ganz was anderes los sein soll, als was der Olle schon mal erzählt hat, oder was du auch die ganze Zeit wiederholt hast, wie nämlich Krise ausschaut, wie sie bewältigt wird und auf welchem Rücken, und zwar bewältigt wird. Ich habe zwei Worte immer gehört von dir, die hießen absolut und relativ, aber erklärt hast du sie nie. Wo soll aus dem Relativ ein Absolut geworden sein? Geht nicht mehr? Wieso? Also, abschließendes Wort war das, ne? Zum Nachdenken. Ja, wenn dann weiterhin kein Diskussionsbedarf mehr besteht, sollten wir das hier schließen, und wer noch weiter diskutieren möchte, kann mit nach oben gehen. Also in kleinerer Runde. Okay, ich möchte noch was zum Bobby sagen, zum Abschied. Ich habe es immer so gehalten, sagen wir mal, man hat das Thema Krise. Es kann aber auch Arbeiterbewegung sein. Und dann ist es ein Gegenstand. Dann wird er erklärt und aus der Erklärung gehen. Die Willensäußerung derer, die Erklärungen akzeptieren, die sagen, genau so ist es. Und das kann, muss, will ich dagegen tun. Immer so habe ich es gehalten. Und bei dir habe ich heute dann doch noch, trotz aller Angebote, eine riesen Befangenheit vorgefunden. Und diese Befangenheit lässt sich einfach sagen, wer mitten in einer theoretischen Auseinandersetzung wie gegen Weltmarktkrisen am Beispiel der deutschen Nation heute, wie ist dieses Zeug, nie sich an die Erklärung des Stoffes macht, sondern schnurstracks auf das Thema zusteuert. Ich rede jetzt über die Befähigung oder Nichtbefähigung der arbeitenden Klasse, diese Verhältnisse aufzulösen, zu bekämpfen. Also noch bevor er sie erklärt hat und andere haben einstimmt auf, Leute, so funktioniert der Kapitalismus jetzt. Der ist befangen, der hat immerzu dasselbe Thema im Kopf. Du hast auch dreimal heute wieder das Stichwort gesagt, diese Leute mit ihren Arbeiterbewegungskommunismus. Ja, welchen anderen soll es denn geben? Du gerierst dich immer noch als linker Redner, als linker Diskutant und hältst gar nichts mehr davon, dass es eine Notwendigkeit gibt, gegen den erklärten Zirkus vorzugehen, dass man ihn begreift und was man, wie hast du also Notwendigkeit dagegen anzugehen? Mir reicht das jetzt schlichtweg. Also eins mache ich jedenfalls, ich vermenge nicht theoretische Erörterung und Diskussion mit Agitationsphrasen. Ja. Mit welchen denn? Ja, also du hast dich angepasst, jetzt solltest du dir mal selber zuhören. Na und? Erzähl doch mal was über den Kredit, was richtig ist. Erzähl doch mal, wie der Kredit funktioniert. Naja, das hat er ja drauf. Ich habe von Theorie gesprochen. Theorie gibt keine Gründe dafür ab, dass man irgendwie sich negativ stellt zu dem, was man da erklärt hat. Na, da wird ein Problem auf. So in der Theorie.
Das ist ja eben, das ist da bereits vorausgesetzt. Aber das kann der Vorteil der Arbeiterbewegung nicht. Das haue ich jetzt rein, also muss der wirklich so. Ja, also der kann da gleich fahren sagen, also, für uns. Das ist ich habe mich, ich fühle mich also sozusagen. Ungerecht behandelt. Nein, überhaupt nicht. Ist auch wichtig. Ich habe das Gefühl, dass ich also wirklich ziemlich viel Geduld hier aufbringen musste. Ne? Na, und das muss man, wenn man diskutieren geht. Na, ich hör mir das also ein zweites Mal nicht an, muss ich ehrlich sagen. Ja, und du halt, gehst du halt zu einem anderen. Du verstehst, das ist doch der Witz, wenn verschiedene Meinungen sich öffentlich auseinandersetzen, da muss man Geduld haben, das heißt, da ist mir auch noch drüber klagen. Was gibt's denn eigentlich? Es ist ausgeufert einfach. Hast du die polemischen Bemerkungen gehört? Dann beurteilt die und nicht, dass ich polemisiert habe. Was ich polemisiert habe. Und wenn du da Fehler entdeckst, dann sag sie mir. So halten wir es hier. Nicht, wer ist brav, wer ist höflich, wer nicht. Bitteschön. Da könnt ihr raus, ja, in deiner Konstitutionsgesellschaft mit dem Fetisch. Da sagen sie alle bitte und danke. Das habe ich gedacht, bleibt mir beim Bobby erspart. Jetzt kommt der Scheiß auch noch. Dann such halt die Fehler in der Polemik, dann haben wir es doch, dann haben wir gleich noch eine Diskussion. Denke, und nicht der hat polemisiert. Wozu geht sich denn hier? Schluss, okay? Ach, mach Schluss, aber jammern hier so. Polemik ist der falsche Ausdruck, muss man sagen. Aber okay. Und du gehst jetzt an und schreibst den nächsten Artikel über den Arbeiterbewegungskommunismus, der tot ist. Bobby, gib's doch zu, weiter ist doch für dich nichts rausgekommen. Aber lies wenigstens die Seiten noch durch, ob du die Sache über den Weltkredit stimmt. Also einen Erkenntnisfortschritt habe ich nicht gemacht. Durch das. Na, weißt du noch nie einmal, wenn man durchstudiert hast. Wenn du über dasselbe wie ich redest, die Finanzmärkte, redest da immer eine Funktion, die sie für dein Argument haben. Und ich rede erst einmal über die Sache. Die verunmöglichen die Arbeiterbewegung, weil sie einen neuen Typus Krise auf die Tagesordnung setzen. Die Produktivität ist und so weiter immer eine Funktion davon. Und das ist ein typisch bürgerlich-wissenschaftlicher Fehler. Und ich bin einfach polemisch, das kann ich dem Knaben noch sagen, das ist ganz einfach gegen die Verphilosophisierung einer ökonomischen oder Erklärung des Imperialismus. Da will ich kein philosophisch Schmarr hören. Das ist eine harte Tatsache in der Welt. Ist mir Konstitution. Also, man dankt. Karl, ich glaube, ihr habt euren Abgesang schon angedeutet. Es ist was. Ohnmacht dem anderen vorzuwerfen. Nicht der Gesellschaft, sondern Ohnmacht in der Idee, was heute. Ja. Theorie ist, wenn man 5 lateinische Vokabeln immer zu wiederholt bei jedem Gegenstand. Das hast du schon gemerkt.